Ja, warte, ich ändere erstmal deinen Namen oben. Ist ja nicht so, als wenn man nicht, als wenn ich nicht vorbereitet wäre. So, Aurelio. Da ist es doch. So. Hey, ja, freut mich, dass die Leute da Bock drauf haben. Kommt Übelst. ja ganz gut an, wenn du dir ein paar Leute einlädst irgendwie, dann macht das ja immer Spaß, Das auf jeden Fall. Also bis jetzt Bombe. ja. Safe. So, haben wir das auch? Ja. Ja, Ja, schön. Mann. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich dachte, dann kommst du mal beim Nick vorbei und benimmst dich mal schlecht in seinem Stream, Nee, ach aber Quatsch. Nee, ein Einbinden. ach du liebe Güte, da ist direkt, du hörst das gar nicht, wenn die Sounds kommen, ne? Nee. Da ist direkt der erste Huni Boah. reingesegelt. So, ja, Lüri, was soll ich dir sagen? Ist eine lange Geschichte, ne? Dann müssen wir jetzt müssten wir theoretisch im Februar 2014 anfangen. Aber G-Swiss, Dicker, danke dir vielmals für den Huni. Demut des Grauens auf jeden Fall, patsch, patsch, patsch. Hier noch der Standard-Huni zum Stream. Ja, so ist das doch. Ich mach nochmal kurz. Top, Alter. Das nächste Mal gibst du ein Bier aus. Safe. So. Ich hätte dich jetzt auch bei Discord ein bisschen lauter gemacht. Sag nochmal was. Ey yo, ey yo, ey yo. Ja. Nick, Passt das so oder cool muss ab, der noch, Alter. passt das so oder muss der noch lauter machen? Weil ich habe den jetzt schon, ich habe den jetzt, passt, ne? Ich habe den schon ganz nach oben gemacht jetzt. Geht klar, lauter. Meine Güte. Lass mich nochmal ganz kurz was gucken hier. So, warte. Ich nicht. Meine Güte, warte mal kurz. Jetzt kriegt der. Mann, jetzt hört mal auf. Ich hab den Ton hier aus. Sag mal was. Ayo, Warte mal, wenn ich. ayo, So, jetzt. Okay, gut. ich mache nur noch Geräusche. Ja, passt. So, es muss mich nochmal. Es ist leider. Ich hab schlechte Nachrichten, Lüri. Es ist einfach wieder ein Hunderter reingesegelt. Meine Güte, never light. I'm rich, bitch. Yo, Alter. Lüri soll mein. Sa ja, macht. Also, wenn der Lüri jetzt sein All Hail to the King macht. Herzlich willkommen in der Ja. Battlemania Ich Champions glaube, League. du musst das wirklich, ich glaub, du musst wirklich einmal machen. Hast du einmal Bock zu machen? Ey, warte mal, wie ist nochmal die. Der beste All Hail to the King war auf jeden Fall der gegen Duff, ne? Weil der am meisten Ja. gezogen hat, ne? Ja, Wie war weil nochmal. das Ich war stutz. auch der einzige, bei dem ich mich nicht versprochen habe, Alter. Ich habe mich Ja? mit 2000 Mal bei meinem eigenen, bei meiner eigenen Catchphrase, habe ich mir schon ins eigene Bein geschossen, Alter. Hat immer irgendwelche Slip-Ups gehabt. Ne? Ja, aber wie waren da nochmal die Vorlein? Ich stutz euch. Und auf diesem Höhenflug rupfe ich euch Vögeln allesamt die Flügel, bis sie im Chor schreien: All hail to the To the king! king, Und yes, so, oh, motherfucking Lü. Und fucking du so, ja! ja. Das war der Ja, da war beste. ich dann, da war ich dann auch hyped. Da war ich dann in meinem, ich fick die gesamte Welt-Modus, Alter. Einfach so Ja, nur noch ey, aber rumgeschrien. kennst du hast da wirklich einfach, du hast da wirklich einfach, ich will, guck mal, ich mag Duff auch, ne? Aber du hast da Ja. wirklich quasi für einen Duff einfach so eine crazy Leistung. Na, das ist ein geiles Battle, aber ich will nicht sagen verschwendet, aber du weißt, was ich meine, ne? Ich versuche ja immer mein Bestes zu geben. Ich hatte aber auch wieder ein bisschen was gut zu machen. Ne? Nach dem Battle gegen dich, nach dem Battle Ja. gegen Merlin zum Beispiel, Ja. muss ich mal wieder zeigen, was für dicke Eier ich eigentlich habe. So, weißt Das war du? auch geil. Deswegen. Ich stand da auch in der ersten Reihe und das war wirklich, man hat auch gemerkt, Digga, du hast so gebrannt für den Schinken. Du hast den dann wirklich auch, den leider, den voll überrollt, Alter. Ey, man muss sagen, guck mal, es war halt auch ein bisschen ungerecht, wenn wir ehrlich sind, weil der Duff. So derbe krank war. Der war wirklich krank. Wir haben das gar nicht so weit ausgerollt, aber der hatte so herbe die Mandeln entzündet, weißt du? Und Okay. für den Modus hat er das noch bombig hingekriegt, so Ah, weißt du? krass, aber der hat keinmal Dingsbums, der hat keinmal irgendwie oder irgendwie Stimme gebrochen, gar nichts. Nee. Ja, man sieht ihm das ein bisschen an, der ist am Schwitzen, so weißt du? Er wollte es eigentlich auch vertagen. Und ich Ja. habe ihm gesagt, ey, Duff, kannst du nicht machen, Alter. Guck mal, ich habe jetzt 4 Wochen geschrieben, ich bin so hyped, Alter. Ja. Wenn wir nicht antreten, kriegen wir die Kohle nicht und so. Wir müssen das jetzt irgendwie durchziehen. Und deswegen hat er es mehr oder weniger mir zuliebe auch durchgezogen, so weißt du. Deswegen Ja, ganz das viele ist richtig Props auch an korrekt. den, Alter. Ja. Auf Ja. jeden Fall auch Grüße an Duff. Ich habe gleich auch noch, ich muss mich kurz nochmal bei Leuten, bei Spendern bedanken. Da habe ich auch noch eine Duff-Story auf jeden Fall. Ja. G-Swiss, danke dir nochmal vielmals für den Zwanni. Überweis mal noch einen Zwanni an den Lüri. Sowieso, ist auch nicht nur ein Zwanni. Alles gut. Danke dir vielmals auf jeden Fall. Stereotyp, 1 Euro. Ich hole dann 2 Tickets. Grüße an Lyriko. Bin auch so ein Schwitzer.
Ja, gut. Das sind natürlich die Stempel, die man aufdrückt. Ja. Aber bei mir war auch, ich war in Düsseldorf und wurde gebucht Aber bist du behindert? Für die Einweihung von so einem Trampolinpark, von so einer Trampolinwelt. Und das ist wie bei voll vielen Buchungen so, irgendein Azubi oder irgendein junger Mitarbeiter kennt die Battles, feiert das, weiß, dass ich auch Comedy mache oder so Shows mache und bucht mich Ja. dann einfach. Und dann war ich halt da und der meinte, ey, wir müssen gerne so ein Show-Battle machen. Und ich Ja. weiß ganz genau, der Duff, der feiert mich nicht, ne? Weil der ist ein Oldschool-Rapper, der ist zwar auch Düsseldorfer, aber der hat noch mal einen Post geschrieben, Düsseldorfs einziger Battle-Rapper. Da war ich schon so, okay, du Bastard, ne? Hey, warte Voll mal. nicht. Okay. Und dann, aber, korrekt wie ich bin, also Ehren Duff, aber auch Ehren Cynic so, habe ich einfach, weil ich weiß, keine Ahnung, der hat jetzt keine hochdotierten Battles und ich denke mal auch nicht, dass er einen Anzugjob hat oder so, wo der sich jetzt dumm und dämlich verdient und der ist ein Hip-Hopper, der kommt aus Düsseldorf. Ich hätte auch viele andere fragen können, aber ich habe dann einfach den gefragt, meinst du, hey, hör mal zu, hättest du Bock? Und der war so voll, der meinte, der hat erstmal gedacht, ich will den verarschen. Weißt Alter, wenn der Samuel da ankommt, Alter, denkt jeder erstmal, er will du? einfach. Deswegen, aber da habe ich mir das erklärt, und da meinte ich so, nee, das ist alles schon ernst und so. Gibt auch Gage, die musst du selber aushandeln, aber das kriegst du schon hin und so. Genau, und dann haben wir uns da quasi kennengelernt, so einen Text gegeneinander geschrieben, den da vorgeführt. Und er hat auch auf jeden Fall besser performt als ich, habe den mal wieder so einen Texthänger. Aber da haben wir ein bisschen miteinander gequatscht auch und dann auch, das war vorm Also, warte. RV, vorm, ja? Ihr habt dann gegeneinander gebettelt da in Die, diesem genau, das war so ein, einfach Trampolinpark, so ein oder? Showbattle. Da waren so ein paar hundert Leute eingeladen, diese Ja. Trampolinwelt wurde eingeweiht und ich stand dann da und die meinten so, wir haben jetzt hier zwei Battle-Rap-Stars, Sag mal, bist pipapo. du Da sind wir halt behindert? auf die Bühne Oktober! und standen da so zwischen so Trampolins und haben dann einfach so die Leute mit so Lines Ja. unterhalten. War aber richtig gut. Kam richtig gut an auch, der hat voll abgeliefert und so. Und da hat er mir halt auch gesagt, okay, ey, Dicker, hätte ich gewusst, wir haben uns ein bisschen ausgesprochen, meinte er, ey, ohne Spaß, hätte ich nicht gedacht, dass du so korrekt bist und so, meinte er, jetzt wünsche ich dir auch wirklich viel Glück gegen RV. Ja, geil, siehst du, Alter. Ja, nee, Ja, der voll. Doppel, ich lasse nichts auf den Kommen, Alter, der ist korrekt. Übelst. Deswegen, der ist schon geil auch. Lüri gern noch ein kleines Stück lauter. Ja, ist doch, Dingsbums. Warte mal, dann mache ich mich einfach ein bisschen. Dann mache ich mich einfach ein bisschen leiser und ihr dreht da eure Geräte ein bisschen auf. Oh. Dann müsste das doch passen. Native und auch in Düsseldorf. Ja, den habe ich auch angerufen, aber nicht erreicht. So. Ey, wie sieht's denn aus überhaupt bei dir? Wie ist es dich? Lange nicht mehr gesehen auch, ne? Seit Stuttgart. Waren wir uns in Stuttgart gesehen? Na, warte mal. Ja, doch, in Stuttgart, genau. Im Dezember Oder? war Ja, das, ne? doch. Korrekt, Alter. Genau, bei Dank dir. Dilti. Ja, da haben wir uns gesehen, genau. Ansonsten geht es mir sehr gut, Alter. War richtig gut, ne? Für einen frisch gebackenen Vater ist die Quarantänezeit gar nicht so schlimm, weißt Erstmal nochmal den dreifachen RV auf jeden Fall auf Lyris Vaterschaft. du? Ja, vielen Dank. Ja, Mann. Glückwunsch auf jeden Fall nochmal. Hat's mir auch Danke. im Dezember schon erzählt. Ja, auch, Bruder. Wir haben uns dann ja beide beglückwünscht. Gegenseitig beglückwünscht. Ja, das stimmt. Aber wie sieht es so mit dem kreativen Schaffen aus? Ja gut, Alter. Ich habe wirklich viel geschafft. Ich habe fast eine ganze Platte fertig. Das ist ein Ach, Samurai. Quatsch. Das dauert vielleicht noch. Ich hoffe, ey, können so viele Dinge passieren, die das Ganze noch in die Länge treiben, so, weißt du. Ja. Deswegen will ich halt noch kein Release versprechen. Aber ich hoffe, dass ich so in den nächsten 2, 3 Monaten releasen kann. Und da EP oder Album? Album. Ein richtiges Lyriko-Album einfach. Jo, Mit Spotify und allem drum und dran. ja, ich, du. Das ist ein ganz schönes Konzept so. Das möchte ich allerdings noch nicht so herbe ausrollen. Deswegen würde ich dir anbieten, nochmal mit dir zu quatschen, wenn es soweit ist. Also, jetzt habe ich nämlich schon Ja. angeteased, so, weißt du, bevor Ja. jetzt die ganzen Leute heiß drauf werden und ich mich hier erklären muss. Lass das mal irgendwann. Ja. Und warum Papi Schlauch? Hat ihn jemand vorgeschlagen? Ich glaube, der Chief hat das vorgeschlagen, ja. Ich habe Okay. damals einfach nur nach Niveau gesucht, so weißt du. Ich wollte Ja. einfach diese ganzen Top-Leute battlen, so. Ja. Ich weiß auch, lass uns mal gucken, weil ich weiß auch gar nicht mehr, womit er dich überhaupt gefrontet hat, ey. Match Nummer 4 Match Nummer 2 im zweiten Block. Ich höre doppelt, Alter. Ich höre deins auch, glaube ich. Okay, fuck, dann muss ich. War es nicht Stream aus oder was?
Stream das letzte ist ein, vom Main-Match. Ich hab's gerade schon kurz gesagt, hätte genauso gut das Main-Match sein können. Jetzt höre ich das nicht mehr. Richtig geile Begegnung. Zweier MC. Ja, fuck, also mein Stream ist aus. Ja, aber hörst du das über Kopfhörer? Ja. Ja, aber... Die in der Vergangenheit derbe abgeliefert haben. Alle freuen sich seit Wochen auf dieses Match. Ihr, wir und die Leute an der Bar natürlich. Ja, das ist echt ein Echo, Alter. Nein. Also woran kann es liegen, Alter? Watch Together muss über Kopfhörer laufen bei Lyri. Ja, hab ich. Aber hat er anscheinend. Ja, hab ich. Ohne Witz. Kompletten Sound über die Kopfhörer. Du hast bei dir gar keinen Dingsbums. Nix an, Alter. Also außer durch meine Kopfhörer hört man hier gar nichts. Verstehe. Aber da. Wie. Verstehe ich nicht. So! Wir haben festgelegt. Okay, muss beide reinpacken, ja. Dass der Gast aus dem Ruhrpott hier beginnt. Deswegen stelle ich den Local Berlin Representer hier zuerst vor. Passt jetzt? Einziges Match bisher im One-on-One bestritten. Dieses siegreich gestaltet gegen Bongtegi, danach starke Leistung. Ach krass, stimmt. Der hat ja das erste Mal überhaupt einen Dingsbums gegen Bongtegi gemacht, ne? Genau, ja. Ja. Ich muss sagen, Papi Schlauch, ne, ist einer der abgewichstesten, was so Gegnerwahl betrifft. Weil er ist da voll bedacht, Alter. Weißt du, was ich meine? Ey. Ne, wenn der ein Battle zusagt, dann stimmt immer irgendwas nicht. Ja, genau. Entweder da habe ich mir auch den Kopf gefickt. Da dachte ich mir, Alter, irgendwie, wenn der was pickt, so, dann ja. Entweder weil er sich herbe viel besser für viel besser hält, ja, oder weil er irgendeine fiese Geschichte über dich hat. Genau, deswegen, der hat Bongtegi genommen, wo der ganz genau wusste, Dicker, der hat immer noch nicht begriffen, wie Battle Rap geht. Hat ihm dann danach erklärt, wie das ein bisschen funktioniert so. Ich weiß nicht, was, wir sehen ja gleich, was der mit dir vorhatte. Es ist auch alles eigentlich immer aufgegangen, bis auf, der hat halt nicht damit gerechnet, dass Mikesh sich einfach nochmal steigert von Akanu zu Papi Schlauch. War das, glaube ich, ne? Jetzt hört man dich nicht. Ja, der Anfang war wieder abgehakt. Wenn du so zweisilbig antwortest, ist eine... Okay, ich muss länger antworten, okay. Nee, du musst, ich glaube, genau, wenn du antwortest, machst du am Anfang einfach so, ja, und dann so. Okay. So. Insbesondere mit Bongtegi zusammen im Team. Macht bitte Lärm für den Rap-Professor dieser Nation. Macht Lärm für Papi Schlauch! Und angereist aus dem wunderschönen Ruhrpott. Richtig geile Leistungen abgeliefert. Wer sich das München Pay-Per-View gegönnt hat, hat sein Match schon gesehen gegen Greg Pipe. Ansonsten kommt es morgen ganz normal im Free Internet Online. Ach, du hast davor gegen Greg Pipe? Okay, geil. Der Typ, kann ich euch sagen, hat Bars und wird hier richtig dagegen halten. Macht also mindestens genauso viel. Das ist schon ein scheiß Intro, Alter. Der hat Bars und wird dagegen halten. Halt die Fresse. Der hat 8-mal so viele Battles wie Papi Schlauch Solo gemacht und hat letztens gegen Greg Pipe eine anormale Figur gemacht. Wie, der kann dagegen halten? Ja, der Chief kann das manchmal, ne? Manchmal macht er irgendwie so. Ohne Spaß. Der macht das. Der sagt er so, im letzten Battle hat er ein bisschen reingeschissen, aber heute wird er es besser machen. Irgendwie so hat da jemand interessiert. Ja, so, weißt du, das kannst du doch nicht machen. Wie oft er so teilweise auch so die Richtung vorgibt. Oder, ja, ich würde schon von vielen Leuten auch angesprochen, wie parteiisch der in manchen Matches so ist. Aber gut, bis jetzt ist es noch nicht so richtig irgendwie aufgeflogen. Aber diese Introductions sind manchmal wirklich schon, Junge. Wie eben, für Lyrico! Überlegst du dir eigentlich vorher, was du beim Battle anziehst? Na klar, Alter, das wollte ich dich eh mal fragen. Du sagst mir in unserem Battle, das habe ich noch im Kopf, Alter, ich wäre schlecht angezogen. Ja. Warte mal, wie war der Wortlaut? Habe ich gesagt, du bist schlecht angezogen? Kommst du an mit irgendwie so, weiß ich nicht mehr. Ich habe es ja nicht gesehen. Das ja, so. Nee, weil das habe ich auf gar keinen Fall gesagt. Wahrscheinlich habe ich dann so darauf Bezug genommen, dass es immer so, dass es so Oldschool-Hip-Hop-Sachen sind, jetzt irgendwie, oder die nicht besonders gut sitzen oder besonders teuer sind oder so. Aber schlecht angezogen habe ich, glaube ich, nicht gesagt, ey. Okay. Weil ich bin immer fresh to death. Das muss ich nochmal checken, ey. Würde ich jetzt auch nicht die Hand fürs Feuer legen. Aber wenn du das sagst.
Das Match geht auf dieser Seite los! Fresse halten ab jetzt! Erste Runde! Lyriko! Was geht, Berlin? Lyris back! Yeah! Hey, Déjà-vu! Ich stand hier nicht letztens schon mal und hab so einen dürren Typ zerfetzt! War gar nicht so lange her, oder? Ey, yo, Dötli! Bisher hatte ich Glück, dass ich sonst immer so geduldig bin. Aber heute platzt mir der Kragen. Ich verlange, dass Jamie, Hanno, der Chief, Brian Damage, Yuzi Yu, alle, die was damit zu tun haben, die Typen, die hier die Kamera halten, der Soundmann, die Barfrau, die sollen alle hier hinkommen und sich sofort bei mir entschuldigen. Ich meine das ernst. Ihr wollt nicht, dass ich hier alles kaputt mache und dass ich austicke. Da zersägt man über Jahre die Besten der Szene und bekommt dann am Ende so einen Spastenbengel wie Papi Schlauchtitte? Papi Schlauchtitte? Mhm. Das war als Punchline gedacht, oder? Das war als Punchline gedacht, ja. Ich glaube, die wird's aber heute auch nicht mehr, oder? Ah, Alter, Papi Schlauchtitte ist doch Feuer. Papi Schlauchtitte. Findest du das witzig, Chief? Ich spiele gleich mal, oder? Ich dachte, wir sind Kollegen, aber so eine Gegnerwahl grenzt an Vertrauen. Wie ist das bei dir? Du hast ja irgendwann auch angefangen, diese Sätze immer mit einzubauen. Schreibst du das alles, oder ist das dann so nach Gefühl? Lässt du dir einfach den Freiraum? In dem Match mache ich doch zum Beispiel diese Vogelgeräusche. Die kommen einfach genau in diesem Moment. Die sind nicht vorgedacht? Die nicht. Zum Beispiel, du hast letztens bei dem Duff Battle, da hast du Auge drauf gemacht, da hast du auch gesagt, so witzig, ob er sich das vorher überlegt, dann mache ich doch so einen Hitler. So. Ja. Aber das hatte ich mal schon beim Üben gemacht. Das habe ich nicht vorher aufgeschrieben, aber ich dachte mir, das ist bestimmt witzig, wenn ich das mache. Also ein paar davon sind vorgedacht auf jeden Fall. Aber in diesem Match diese Vogelgeräusche nicht, Alter. Und ich habe mich nachher, als ich es dann das erste Mal gesehen habe, gefragt, wie das überhaupt zustande kam, Alter. Das ist nicht vorgeschrieben gewesen? Die Vogel-Lines natürlich. Ja, aber ich meine, aber die Geräusche sind ja das, was das Ganze nochmal eine Stufe höher machen. Nein, Alter, ohne Scheiß, das ist gefreestyled. Das ist krass auf jeden Fall, das ist geil. Geile Intuition. Ey, kann man mich mal bitte aufwecken und mich aus meinem Traum zwicken? Basic würde sagen, dieser Papi Schlauch mit seinen nett auswendig gelernten zweizeiligen Clowns-Witzen ist unter aller Sau, die Bauch sitzen nicht. Verlangt. Okay, du bist natürlich auch, ne? Du bist ja das Gegenteil von mir. Du bist ja mehrsilbig, Alter, jetzt schon fast eine Minute, ne? Das ist ja immer noch auf Papi Schlauchtitte, ne? Bauch sitzen. Ja, genau. Es geht auch noch so weiter, Alter. Ich glaube, ich habe da. Mich da wieder viel zu verkopft dran gesetzt. Ja. Aber das ist dann echt so, du denkst dir dann einfach so, Dicker, das ist mein Anspruch, ich mach das so, auch wenn mich das in Punchlines limitiert, ich will, das ist einfach mein Niveau, das ist einfach mein Schreibniveau. Natürlich, Alter, ich schwöre dir, ich höre auch bei anderen Rappern, höre ich das auch sehr viel raus, so weißt du, und ich lege da auch Wert drauf und hab da Bock drauf, so weißt du. Das bedeutet nicht, dass ich das nicht cool finde, wenn Leute das weniger machen als ich so, aber ich liebe das halt, selber auch so drauf zu kommen und mich selber auch für die ganzen Reime zu feiern. Ja, krass. Ja. Basic würde sagen, dieser Papi Schlauch mit seinen nett auswendig gelernten zweizeiligen Clowns-Witzen ist unter aller Sau wie Bauchzitzen, verlangt den starken Gegner. Und plötzlich steht da jemand, den man aufgrund seines faustdicken Wasserkopfes nicht mal mit der Sauglocke aus der Staubfotze seiner Mutter rauskriegt. Alter. Der Name Lyriko kommt nicht von ungefähr, schreibt ja einer. Ja, hätte ich auch wissen. Ja, weil, stimmt. Ja, stimmt. Es ist halt echt mal, ich kann auch Pause machen, ne? Oder? Ja, kannst du auch. Es ist halt echt so wieder dieses so ein Lyri-Ding, was ich dir so ein paar Battles gemacht habe. Immer dieses, gebt ihr mir so einen Gegner, weißt du? So eigentlich, das machst du heute niemals wieder, so weißt du? Nee. Also diese Frage, meint ihr das ernst, mir diesen Gegner zu geben? Ja. So, weißt du? Vor allem, es macht auch wenig Sinn. Es ist schon, ist ja. Papi Schlauch selbst ernannte Top 3 der Szene, deswegen. Timo und Davy zerfetzen. Und plötzlich gibt man sich hier keine Mühe mehr und man überlässt mir die Reste. Ich meine, bisher waren das ja alles ziemlich männliche Kämpfe. Bei denen selbst mir nichts anderes übrig blieb, als meine Messer zu wetzen. Und dann sage ich, okay, ich gebe noch einen letzten zum Besten. Und dann plötzlich gibt man mir einen Battle so einen bekifften Studenten mit dem Swag an der Hand. So, jetzt habe ich noch eine Frage. Und zwar. Warte mal. Was ist das denn, Alter? Meinst du, hab ich Leute wie Greg Pipe, Mighty Mo und Davy zerfetzen? Und plötzlich gibt man sich hier keine Mühe mehr und man überlässt mir die Reste? Ich meine, bisher waren das ja alles ziemlich männliche Kämpfe. Bei denen selbst ich. Bisher waren das ja alles ziemlich männliche Kämpfe. Bei denen selbst mir nichts anderes.
Okay, so, du rappst bei dem selbst ich, merkst aber, nee, 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 eigentlich war das so geschrieben, bei dem selbst mir. Mhm. So, und machst dann Stopp, hast es aber in deinem, Kopf drin, dass es eigentlich selbst mir heißen würde. Es ist eine schwierige Frage, aber meinst du, du weißt ja selber, im Battle schießen ja so viele Gedanken quer, ne? Du musst ja gleich, du hast ja einen Gegner, du hast ja ein Publikum, du hast deinen Text, dann verhaspelst du dich, wie kommst du wieder rein, pipapo. Hast du in deinem Kopf dann drin, dass du diese Zeile nicht zu Ende rappen kannst, wenn du, wenn es bei diesem Ich bleibt, was du zuerst gesagt hast? Weißt du, ich meine? Falsch dann. Deswegen, das war wieder, die erste Sekunde war wieder weg. Ja, ich hätte dann weitermachen können, aber dann ist halt falsch, weißt ja. du? Und dann stoppst du, machst lieber nochmal Rewind, so, weißt du? Und bei der Zeile ist es halt so, dass man da nicht so weit zurückgehen muss. Und deswegen hat das noch geklappt. Aber ich finde das, krass. Ich glaube, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich sowas schon mal, dass ich so ein falsches Wort und dann nochmal kurz, bei mir sind das irgendwie mal andere Fehler. Das ist auch interessant, ne? Manche verschlucken Buchstaben, manche verhaspeln sich, manche machen was falsch und müssen weiter zurück. Du musst es jetzt, okay, du musst jetzt nur ganz kurz, warst aber auch sofort wieder drin, ne? Da war ich auch sofort wieder drin. Es ist halt so, dass das hört man ja auch, es läuft alles so ein bisschen aus einem Guss, so, weißt du? Voll. Ich weiß dann schon, Pausen zu machen, aber dieses ganze Konstrukt läuft auch nur so, weil ich das so an einem Schnürchen abspielen kann, weißt du? Ja, aber das würdest du mir da auch wieder, würdest du mir da auch zustimmen, wenn ich sage, das verringert natürlich die Choke-Gefahr ins ungemein, ne? Wenn du so schreibst und so rappst. Na klar, na klar. Also man könnte schneller durch rauskommen vielleicht, wenn man so nicht aufeinander aufbauende Zweizeiler hat, so, weißt du? Ja, deswegen also, ist das ja, ja. Nicht so ein Reimkonstrukt haben, was sich noch in die nächsten vier zieht, so, weißt du? Mhm. Sondern die so voneinander abgetrennt sind, sozusagen. Ja. Und das ist schwieriger zu choken, vielleicht, kann sein. Ja, ja, das ist ja auch mein Ding, das ist ja, weil ich so viele Mini-Chokes oder richtige Chokes oder schnelle Runden enden oder unsauber, ich habe halt wirklich, ich habe halt nicht diese zusammenhängenden, patternlastigen Dinger, die man gut, die einfach vernetzt sind irgendwo, sondern es ist wirklich harte, es sind harte Cuts drin, teilweise vier Zeilen Themawechsel, vier Zeilen ganz andere Endreime und es gibt wenig Connector, deswegen, da geht echt schon echt viel flöten so, aber ich will mir einfach nicht diese Möglichkeiten nehmen lassen, irgendwie aufgrund meiner zwei bis maximal vier silbigen Reime irgendwie die Gelegenheit zu nehmen, da Punchlines rauszuhauen. Das sind halt die Schwerpunkte. Du setzt den Schwerpunkt halt wirklich woanders. Aber dadurch hört sich das Ganze natürlich auch im Gesamtding viel geiler an, ja? Sind einfach vollkommen unterschiedliche Styles bei uns beiden. Ja. So, weißt du, die liegen wirklich an verschiedenen Polen sozusagen, ne? Ja, ich glaube, man könnte... Beide Vorteile und Nachteile, glaube ich, ne? Safe, sowieso, klar. Vor allem kommt darauf an, wer auch was feiert. So. Aber ich glaube, man könnte deinen Partys nochmal anderthalb Minuten zurückmachen, einfach nur nochmal, was man bei mir zum Beispiel gar nicht machen braucht, nur nochmal darauf achten, wie das geflowt ist. Weil das ist ja auch nochmal eine Ebene. Was gereimt ist, ne? Ich versuche ja auch immer zwischen diesem Haupt... Habe ich auch gemerkt. Am Ende war ja auch immer noch so kleine Silben reinzuknallen, die sich auch irgendwie aufeinander beziehen und sowas wenigstens tonal, so, weißt du? Ja. Und hören ja auch ganz viele gar nicht raus. So, weißt nee, du? Aber das ist mir aber eben auch aufgefallen. Deswegen, ich würd gerne nochmal einfach eine Minute zurück und einfach, dass wir mal nichts sagen. Basic würde sagen, dieser Hobby Schlauch mit seinem nett auswendig gelernten zweizeiligen Clowns Witzen ist unter aller Sau wie Bauchzitzen, verlangt den starken Gegner. Und plötzlich steht da jemand, den man aufgrund seines faustdicken Wasserkopfes nicht mal mit der Sauglocke aus der Staubfotze seiner Mutter rauskriegt. Was ist das denn, Alter? Jetzt habe ich Leute wie Greg Pipe, Mighty Mo und Davy zerfetzen. Und plötzlich gibt man sich hier keine Mühe mehr und man überlässt mir die Reste. Ich meine, bisher waren das ja alles ziemlich männliche Kämpfe, bei denen selbst ich... Bisher waren das ja alles ziemlich männliche Kämpfe, bei denen selbst mir nichts anderes übrig blieb, als meine Messer zu wälzen. Und dann sage ich, okay, ich gebe noch einen letzten zum Besten. Und dann plötzlich gibt man mir einen Battle so einen bekifften Studenten mit dem Swag einer hässlichen Lesbe. Ja, ist überragend, das ist wirklich überragend. Das sind so diese Attitude-Momente, die müssen einfach, wenn die kommen, das ist dann
weißt du, in welche Richtung das Battle zumindest gehen könnte nach der ersten, aber das ist so, Papi, jetzt ist schon so Disrespect. Aber das passiert auch, während ich das da schauspiele, also. Ja, das ist krass. Du hast ein krasses, da hast ein krasses, eine krasse Intuition, was so die Momente angeht. Ich hatte einmal so einen Glanzmoment, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mal erzählt habe, dass das vielleicht sogar geschrieben. Ich weiß es aber nicht. Ich hatte einmal so einen Moment, wie du den hattest mit diesem oder das, was du jetzt da gerade gemacht hast. Du bist in der Rolle drin, du bist in diesem Moment drin und merkst, dir fällt gerade irgendwie noch was ein und du spielst das noch dazu und das passt einfach. Ja, genau. Aber ja. Du hattest das auch schon mal. Mir ist das aufgefallen. Aber bei dir ist das vorgedacht, ja? Wenn du so einen Blick irgendwie in die Kamera wirfst. Das ist bei mir, das ist bei mir eigentlich immer. Also selbst sogar teilweise die defensive Grimassen sind teilweise vorgedacht, weil ich weiß, das nimmt irgendwie ein bisschen was weg. Aber einmal hatte ich so einen uniken Moment, als ich im Rematch diese Mighty Mo-Imitation gemacht habe. Und die Leute so ausgerastet sind an der Stelle, wo ich nicht damit gerechnet habe, war ich so in dieser Rolle drin, dass ich nur so gemacht habe, so. Und nach dem Motto, in Mighty Mo-Manier gesagt, so, seid mal jetzt alle ruhig jetzt. Und das genau. War dann nochmal dieses Comedy-Ding, da war alles vorbei. Deswegen, da bin ich auch das einzige Mal, musste ich auch richtig lachen da an der Stelle, weil ich mir dachte so, dieses Comedy-Herz war halt so nach dem Motto, jetzt hast du die richtig zum Lachen gebracht, so. Das war halt dieses Ding so. Und das ist ja hier genauso, Papi, Schlauch, Alter. Du bist voll, du hast es wirklich, das ist die Attitude, die du in deinem Part hast, Alter. Papi, Schlauch, Alter. Papi, Schlauch. Das ist Weltklasse. Auch noch mit den Augenbrauen. So richtig so von oben, Papi, Schlauch, Alter, du Vollidiot. Wer bist du denn, Alter? Papi. Studenten mit dem Swag einer hässlichen Lesbe. Und den hättest du auf jeden Fall auch nicht gebracht, wenn die Leine nicht so gezogen hätte. Das kann sein, ne? Also ich glaube, dass du nimmst du nimmst ja dieses auf nach dem Motto, die Leute sind so, du machst dich mit den Leuten zusammen über denen lustig und dann kannst du auch mit deinen Freunden im Rücken quasi so, Papi, Schlauch, Alter. Dann ist es berechtigt, auf den runterzugucken. Volle Kanne. Selbst wenn der gleich groß ist, egal, kommt. Weil das ja eigentlich voll die Kackleine hier, weißt du? Ja. Im Bett ist machst du immer auf autoritär und brüllst rum. Ha? Aber jetzt, wenn du so vor mir stehst, schreist du nur danach, wie brav du bist. Ey, selbst kommt er mal im Haus seiner Eltern von seinem Hochbett herabgehüpft, sieht er meistens nie das Tageslicht. Denn dieser Papi sitzt lieber vor seinem Röhren-TV und schaut alte auf VHS aufgenommene Folgen von Akte X. Seine Google-Ergebnisse sind ultra-hippe Palmen-Shirts und Zelda-Cosplay-Kostüm-Basteltipps. Ein nerdiger Spaß gegen mich in den Kampf geschickt. Ich habe gehört, um Frauen zu beeindrucken, übt er vor YouTube-Tutorials Kartentricks. Aber sagt er, er fingert ein Loch, krapscht dieser freche Lümmel mit seinen langen Griffeln einfach nur nach den letzten Krümmeln der Stapelchips. Ey, ohne Spaß, ne, das ist wirklich krank, ey. Wenn man mal darauf achtet, ist es krank. Man feiert es auch so, weil es auch nice Lines sind, aber wenn man halt mal darauf achtet, Kartentricks, Basteltipps, Stapelchips, das ist halt so, Junge, was geht in dem, was geht in dem Kopf vor? Tageslicht, Akte X so. Ja, und dann und wie halt, lange? Halt dazwischen noch das, ne, dieses, warte mal, der erfingert ein Loch, der freche Lümmel mit seinen langen Griffeln nach den letzten Krümmeln der Stapelchips, so, weißt du? Ja. Also, da hören ganz viele vielleicht auch gar nicht raus, so, weißt du, aber naja. Ja, aber das ist, wie gesagt, das ist dein Anspruch. Mein Anspruch, ja, genau. Das war auch nicht geplant, ne? Das war auch nicht, ich glaube nicht, Alter. Ja, das würde ich, hätte ich mir auch, das wär, da hätte ich auch an dir gezweifelt, weil das war so ein bisschen, so, ah, Mann, nee. Dieses Papi Schlauch, dieses Arrogante war geil, aber dieses über, manchmal bist du ja auch so wirklich überdreht auch, ne? Ja, klar, Alter, voll. Es dauert eigentlich voll lange, bis man mich in Rage bringt, aber ich sprach letztens mit Papi über Bloods und Crips und dann fragt er mich allen Ernstes, welche Stadt das in World of Warcraft ist. Bloods und Crips ist auch noch, ne? Ja klar, World of Warcraft ist Bloods und Crips. Und ich bin wirklich froh, dass ich privat mit dir nichts zu tun habe. Als ich dein erstes A Cappella Battle gesehen habe, dachte ich mir, ach wie nett, Bong Taggy Battle wirklich gegen seinen behinderten Bruder. Falsch gedacht, und dann traf ich dich. Und dann war auch Mitleid vorbei. Ich war irgendwann hier in Berlin an so einem Abend in der Panke. Ich quatschte gerade mit Bauda. Plötzlich schlich dieser Papi Schlauch an, als er mich dann mal erkannte. Er so, Entschuldigung, ich hab da mal eine Frage. Ich so, er so, danke. Das ist immer rang.
bevor du dich überhaupt vorgestellt hast. Aber Real Talk, das ist einfach nur eine Überspitzung von dem, wie es wirklich war. Also legitim im Battle? Fragezeichen? Nicht. Ey, du warst gerade wieder abgehakt die erste Sekunde. Ach, scheiße, ich muss mir angewöhnen, auf jeden Fall länger zu antworten. Ja. Natürlich ist das, aber diese Situation hat so stattgefunden. Natürlich übertreibst du es, ne? Und natürlich treibst du es auch auf die Spitze so irgendwie. Aber deswegen ist das natürlich legitim im Battle, Alter, oder? Ja, voll. Egal, immer wenn du irgendwie auf wirkliche, wahre Begebenheiten beziehst, so, weißt du, zieht das meist immer im Battle so. Auf jeden Fall. Und vor allem, wenn der Gegner dann nicht da steht und das irgendwie ist irgendwie verneint oder so, dann weißt du halt auch, bei ihm kann man, der braucht, selbst wenn er es verneint hätte, man wüsste ganz genau, dass hat safe so stattgefunden. Weil, wenn man den ein bisschen kennt oder einschätzen kann, dann weiß man das halt. Ja, voll und ganz, hast recht, ey. So, wollen wir mal kurz. Aber falsch gedacht, und dann traf ich dich. Und dann war auch Mitleid vorbei. Ich war irgendwann drin. Aber dieses Acting bei und dann hallo, das ist super, das ist so schön. Und dann wieder der Switch zu danke, das ist eine geile Idee, richtig geile Idee. Aber das war glaube ich geplant so zum Beispiel. Ja, also, natürlich, das ist ja, das gehört ja zum, das wäre jetzt auch krass gewesen. Nee, aber das gehört ja auch zum Text dazu. Ja. In Berlin also am Abend in der Panke. Ich quatschte gerade mit Bauda. Plötzlich schlich dieser Papi Schlauch an, als er mich dann mal erkannte. Er so, Entschuldigung, ich hab da mal eine Frage. Ich so, er so, auch danke. Das ist super. Bist du nicht Lyriko? Ich kenne alle deine Battles. Ich hab alle gesehen, ich schwör wie super, oder? Das war so. Junge, bevor du dich überhaupt vorgestellt hast, gabst du mir Props für meine Videos, meine Battles und kanntest jeden meiner Tracks. Ich dachte eher so, boah, Stalker-Shit. Aber ich hab dir ein Herz und red mit meinen Fans. Und plötzlich höre ich, du willst ein paar Wochen später battlen. Verstehe ich das jetzt recht? Plötzlich wird das kleine Streberlein da frech und verlangt mich als Gegner in einem Match. Und als wenn das nicht reichen würde, schreibt er eine SMS. Ich hoffe, du nimmst unser Battle ernst, das könnte richtig cool werden. Ey, ohne Spaß, das ist, Bong Taggy macht das auch, ne? Sind die behindert? Sind die behindert? Warum machst du sowas? Hast du schon mal, wenn das nicht ein Homie von dir war, den du gebettelt hast, dann schreibt man doch nicht vorher, ey, das wird bestimmt gut. Lass mal richtig, wenn wir das ernst nehmen, könnte das richtig krass werden. Was soll das? Irgendwem mal habe ich mal irgendwie gekriegt so. Die erste Sekunde ist wieder weg. Jetzt machen wir es so lange, bis du es drauf hast. Genau. Irgendwem habe ich auch mal bekommen, ey, wenn wir uns beide Mühe, ach, im Hansen-Battle sage ich das doch irgendwie. Hm? Wenn du dir Mühe gibst, könnte das richtig geil werden oder sowas, hat er mir vorher geschrieben, Alter. Ich sag, ne, jetzt erst recht nicht. Jetzt wird das richtig schlecht, das Battle. Was soll das? Ich verstehe es nicht, ey. Ich meine, es ist irgendwie, aber das passt einfach nicht zu Battle Rap, Mann. Mach doch lieber eine künstliche Aversion anstatt so eine Kacke. Und ich denke mir nur, was für ein ultra dummes Rumgeheuche. Nur um zu zeigen, wie ernst ich dich nehme, habe ich mir gerade 8 Bullen Bier reingeschmissen. 8 Bullen Bier gesoffen und mach das restliche Bälle nur noch undeutliche Grunzgeräusche. Rundmaschner. Das war der erste. Find dich, Papi Schlauch, teil. Wie wolltest du die Runde eigentlich beenden? Das war so geplant. Ich mach das restlich. Papi Schlauch, fick dich, Time. So, nee, das habe ich noch drangehängt. Keine Ahnung warum. Ich hätte mit der Punchline aufhören sollen vielleicht, ne? Hm. Also ich mach das, um dir zu zeigen, wie ernst ich dich nehme, mache ich das restliche Battle nur noch undeutliche Grunzgeräusche. Time. So, ja. Weißt du, irgendwie sowas. Und da war es wahrscheinlich dann so, okay, hast du gemerkt, das waren nicht so die Jubler, so die Lacher dabei, da hast du noch ja, so ja, kurz hinterher. Ja. Aber weißt du, was ich hätte machen sollen? Was ist wirklich dumm, was nicht. Das hätte ich unbedingt machen sollen. Ich hätte die zweite Runde mit undeutlichen Grunzgeräuschen anfangen sollen. Oh ja, sehr, das wäre richtig nice gewesen. Das wäre ein nicer. Das wäre wirklich ein nicer Callback gewesen, ja. Also erste Runde auf jeden Fall Feuer, ne? Also Dingsbums, Alter. Leute rasten aus, Haymaker dabei gewesen, den gut gefrontet von oben herab. Erste Runde war auf jeden Fall Feuer. Ich weiß zum Glück. Habe ich das Battle nicht so oft geguckt. Ich weiß, also natürlich bis auf diese Halspassage, die auch, glaube ich, in jeder Compilation, die wir jemals erstellt haben, drin ist auch, weil die halt wirklich göttlich ist. So. Aber ich weiß, habe dieses Battle, glaube ich, gar nicht so oft geguckt. Deswegen weiß ich zum Glück auch gar nicht mehr Papi Schlauchs Part. So.
Guck mal, ich schick diesen krassen Spaß zurück in deinen Rattenkaff. Lockmann, eine Frage, wofür mache ich das? Oh. Was soll ich sagen? Ich habe nicht mal übel Lust, dich von der Treppe zu schubsen. Du bist so einfallslos, du musst denselben großen Kopf-Scheme von Bonteggi benutzen. Oh. Ja, den Scheme. Gesagt, ich muss seinen Kopf mit der Sauglocke rausziehen. Ja, das ist also, ja, abgesehen davon natürlich, dass Bonteggi kein Scheme gemacht hat, wenn, dann heißt es das Scheme. Alles für den Arsch, die beiden für den Arsch. Du hast nicht mal, du hast, glaube ich, eine Line drauf verwendet. Junge, Junge. Ach du Scheiße, jetzt hör zu. Ich fang an zu spitten und Rapper sehnen sich nach ihren Schlafkissen und Teddys. Papi Schlau, zweites Battle, die Tour und Tours waren nur scheiß Nachhilfe für Teddys. Oh. Ja, Real Talk auf jeden Fall auch. Er hat ja wirklich, dem hat er auf jeden Fall einiges zu verdanken auch. Ich halte mich bedeckt. Okay. Ich bin einer dieser exorbitanten Rap-Sport-Giganten, einer der motiviertesten, profiliertesten Rheinsport-Vertreter. Bitch, ich hau dir deinen scheiß Eishockeyschläger und hau dir damit so lange auf die Fresse, bis du nutzlos an der Wand hängst wie ein subtropischer Heizkostenzähler. Oh! Ja, ist schon krank. Hier ganz kurz, ich würde ja das Stream Deck bedienen, aber beim letzten Mal, weil meine Gäste das ja nicht hören können, ist das so ein bisschen strange, oder? Ich meine, macht dir da was aus? Sonst würde ich ja auch sonst sind halt immer so ein, zwei Sekunden, wo du nicht weißt, du hörst halt nichts und weißt halt nicht, was für Sounds hier laufen. Ja. Deswegen, ich weiß nicht. Ruhig, Alter, das ist doch dein Ding hier, das ist dein Wohnzimmer, Alter. Ich lege hier nur mal kurz die Füße auf den Tisch, dann bin ich wieder weg. Sehr schön, dann machen wir das so. Nur um dir mit deinen beschissenen Schlittschuhen Seelen ruhig den Kehle durchzuschneiden. Und glaub mir, bei diesem waschechten Schlachtfest hilft dir auch nicht deine verfickte Trainingsschutzbekleidung. What? Wenn du dann trotzdem noch leben solltest, hau ich... Aber da treffen sich natürlich auch zwei Silbenfanatiker, ne? Super krass, was hat der Eishockeyschläger, Heizkostenzähler und sowas? Da fliegst du schon mal kurz in die Decke, Alter, ne? Das ist wirklich krass, also... Was die so, so 5, 6, 7, 8 silbigen Nomenreime angeht, ist der auf jeden Fall crazy. Aber der macht halt im Gegensatz zu dir nicht noch diese Schachtelreime dazwischen. Der geht halt nur auf die Enden, ne? Schon sein, ich achte jetzt mal noch drauf, aber das ist halt auch schon. Das ist halt auch schon High Level so, ne? Voll. Jetzt gerade am Anfang seines Parts dachte ich noch, das schießt dann so ein bisschen manchmal auch ins Leere, weil es dann halt auch für den Reim gemacht ist, aber dann wurde ich halt direkt eines Besseren belehrt, dann kam er nämlich mit Bezug zu mir und das war dann schon wieder geil, so weißt du. Deine Hackfresse in der Umkleide auf den Spülbeckenrand, bis du letzten Endes ins Gras beißt wie ausgehungerte Mitarbeiter beim Grünflächenamt. In deinem Gesicht steht jetzt schon die Sterbensangst. Nutze ich Rap-Teen-Time und das war's mit deiner Karriere, Mann. Wenn du so schlecht hab ich... Ja. Und das ist Diltili. Wow. Diltili, wie es leibt und lebt. Und Fassbler, was ist ein Fassbler? Hey, komm, Mut, Kopf hoch, alles gut. Kumbaya, my lord. Wir lassen keinen scheitern, nein, komm. Hey. Ich hab den Battle auch noch, deswegen, ich sage nichts dazu. Das ist genau richtig. Okay. Vielen Dank. Hier fragt einer, ist das mit Nachhilfe nicht von Joe Farrow gebeitet? Ja, Dicker, Joe Farrow gab es da noch gar nicht. Der war da noch, gar nicht geboren. Genau, der war da noch gar nicht Battle-Rap-technisch geboren. Und das war's mit deinem Werdegang. Wenn du so schlecht Hockey spielst, wie du rappst, dann ist deine Spielposition mit Sicherheit Reservebank. Ja. Ach, nicht mal das. Als dein Trainer in der... Sagt ihr beim Eishockey Reservebank oder Ersatzbank? Oder einfach nur Bank? Bank. Ja, ne? Ja. Reservebank. Da merkt man, wenn Leute über Sport reden, die nie Sport gemacht haben. Reservebank. Als man reden hörte, sagte er bestimmt, dieser Glasscherbenfresser taugt maximal zum Stadionsprecher. Warte noch besser, der arbeitet jetzt bei unserem Stammlokal Kellner als vereinseigener Mensch gewordener Radiowecker. Und seitdem gehört Lyriko zu Dortmunds finest Aufwecker-Bitches. Und jetzt sind wir nicht von Hockeyfamilien, oder eine ganze Sippschaft verdient ihre mageren Kröten im Aufwecker-Business. Denn schon deine Bauernoma... Bringt mit ihrer Rammstein-Stimme jeden Morgen um 5 die Tiere auf dem Hühnerhof. Und auch in deiner Kindheit, ach was, als ob ich irgendwelche Lügengeschichten erzähle, ich bin doch nicht Lyriko. Oh. Lyriko rappt über so Sachen wie Mars B's Wohnwagen-Kindheit, Jottis Streber-Schulzeit. Stimmt, ich weiß wieder, geil. Die veganer Eltern von Tobi Nice, Fischers Obdachlosigkeit. All facts, all facts.
Ja, Mann. Veganer Eltern von Tobi Nice. Ohne Spaß, ohne Spaß. Das ist so geil. Lyrikos Vorbereitung auf den Battle. Okay, ich brauche noch so 17 Reime auf dieselbe Silbe. Aber was, wenn das gar nicht. Ist doch egal, ob das stimmt oder nicht, Mann. Ich brauche hier Reime. Ja, Alter, das sind doch. Guck mal, ich habe das ja. Das habe ich sowieso. Den Engel habe ich auch nicht verstanden. Das ist ja nie als Real Talk deklariert. So weißt du? Ich habe ja immer. Und weil ich sag ja auch extra so, das ist alles knallhart recherchiert, nachdem ich über Marvels Wohnwagensiedlung, ist doch klar, Alter, dass der nicht in der Wohnwagensiedlung groß geworden ist. Ja, aber ich weiß nicht mehr, wie du das in den Battles gemacht hast. Ey, das ist auf jeden Fall von 1000 Battle-Rappern genauso auch schon genutzt worden, Alter. Aber okay. Er macht da eine Runde raus, ist ja schlau auch so, weißt du? Aber das würde ich dir zum Beispiel, also da bin ich schon ein bisschen genauer, was so, Gegner irgendwie verletzen oder Gegner treffen mit so halbem Real Talk angeht, das hätte ich glaube ich nicht gebracht. Wenn du da stehst und ich weiß ganz genau, du könntest mit dem Kopf schütteln nach dem Motto, hey, das war kein Real Talk, dann würde ich das auch nicht bringen, glaube ich. Ja, kann sein, ja. Ja, aber ist dem Papi egal, er zieht Knaller durch. Ja. Harry Crotchs riesige Ohren und Mighty Moe's Ohrenschmalz. Erstunken und erlogen. Mann, ich finde die Scheiße hart. Denn das Einzige, was du damit bis jetzt gezeigt hast, ist, dass du in der Schule wohl ganz gut im kreativen Schreiben warst. Oh. Ganz ehrlich, was soll ich von einem Rapper halten, der sich bis jetzt für jedes seiner Battles irgendeinen fiktiven Kram überlegen musste? Der eine ganze Runde über Davy Jones Gestank fantasiert, wo Davy wahrscheinlich stets wie ein frisch gebadetes Baby duft. Das sollte ich ja dann in unserem Battle dann nochmal widerlegen. Ne? Dass das bei den dunkelhäutigen Kollegen und frisch gebadeten Babys. Ah. Ja, in unser Battle, oder was? Ja. Kenn ich nicht. Ach stimmt, so du kennst das Battle nicht, ja. Du kennst das Battle nicht. Eine ganze Runde über Mars B offensichtlich erfundene Kindheitsstories erzählt, nur um dann noch ironisch. Ja, wenn es offensichtlich erfunden ist, dann ist doch. Wo ist da jetzt der Punkt? Ich auch, siehst du? Ja. Hab ich auch gesagt, Alter. Ja. Ironisch zu sagen, das war alles knallhart recherchiert. Ey, sag mal, hältst du die Crowd eigentlich für komplett behindert? Oder warum sagst du dann auch noch Sachen, die selbst der allergrößte Depp kapiert? Guckt euch einfach die Videos an. Hä? Der spricht ja eigentlich für dich. Ich glaube, er kommt gleich nochmal so ein bisschen zum Finale und sagt, ja, negativer Real Talk Index, ich erzähle halt immer, ich treffe nicht richtig, sondern muss mir was ausdenken über Gegner. Darauf okay. Will er hinaus, so weißt du. Ja. Da bekommt jetzt Hieb und Stich fest. Ey, wenn Dill Tilly mal einen Wahrheitscheck machen würde, wärst du der einzige Rapper mit negativem Real Talk Index. Aber schon nach dem heutigen Abend wird niemand mehr sagen, dieser Faggot hier battle gut. Macht euch einfach das Lügenniveau von Lyriko klar und ich verspreche, der Anblick seiner Battles entfesselt die helle Wut. Im Vergleich zu deinen Lügengeschichten sind sogar die allerersten Texte von Teggy gut, denn alles, was diesem Mund... Ha, Mann! Normal. Aber schon nach dem heutigen Abend wird niemand mehr sagen, dieser Faggot hier battle gut. Macht euch einfach das Lügenniveau von Lyriko klar und ich verspreche euch, der Anblick seiner Battles entfesselt die helle Wut. Im Vergleich zu deinen Lügengeschichten sind sogar die allerersten Texte von Teggy gut. Denn alles, was diese mundgefickte Nutte spittet, ist unterm Strich aus der Luft gegriffen, wie Pässe beim L.E.U.P. Also Junge, halt's Maul. Du bist höchstens in Sachen Lügen im Battle-Rap sowas wie ein Wegbereiter. Gib's zu, Lyriko. Du bist Donald Trumps Redenschreiber. Ja, crazy viele Stumbler, ne, beim Schlauchi. Ah, ja. Also ungewohnt für ihn, ne? Voll, also super unsauber. Für seine Verhältnisse crazy unsauber, ja. Ich weiß noch, dass er in dem Battle gegen Bong Taggy und mit ihm zusammen die Tour und Tours und sowas, die waren fast immer flawless vorgetragen. Sowas von flawless, übelst, ey. Ja. Deswegen und auch alles. Ich meine, der kann ja wirklich rappen, ne? Und teilweise auch vernünftig flowen und du verstehst alles, das ist wirklich krass. Aber das hat er nicht so geballert, also er weiß, also keine Line dabei, die ich jetzt wirklich gut fand. Die Leute haben ein paar Mal reacted so, aber die erste ist eigentlich jetzt ein relativ, auch, ja, selbst wenn es keine Geschmackfrage ist, eigentlich eine relativ klare Nummer, ne? Eigentlich nicht.
Alter, Flow-Passagen kommen nur gut, wenn man sich dabei nicht verspricht. Oh, der ist nice, ey. Da eingefallen? Lüri, ich sag's dir jetzt noch ein letztes Mal. Wenn du antwortest, fängst du an mit ja. Ja, dort eingefallen, ja. Geil. Einer der wenigen guten Freestyle-Konter, ne? Oder wie war ey, vor allen Dingen, der ist, ich hab's dir ja noch vorgeworfen, stimmt ja. Ja, aber hast ja auch recht gehabt. Ja, krass, stimmt, ich hab dir das ja noch vorgeworfen. Aber da, der ist ja wirklich, ich kenne die Line, aber ich wusste, die ist so geil, dass ich dachte, ich hab die gar nicht als Freestyle im gespeichert, ey. Interessiere? Eigentlich nicht. Alter, vor allen Dingen, was den Konter noch geiler macht, ist halt der Halbsatz davor, weil ich zum Beispiel, wenn ich jetzt dabei nicht verspricht, jeder wie ich oder jemand anders wird dann halt so peinliche Bitch, Schweinegesicht, irgendwas Leichtes auf dabei nicht verspricht. So, aber du machst halt noch einen Halbsatz davor, der irgendwie Sinn macht. Das ist und voll. Schon gezweckt, so ist schon ein bisschen gezweckt, ne? Ob ich mich für dich interessiere, eigentlich nicht. Aber naja, ist egal, passt schon. Nee, das ist aber ein anderer Schwierigkeitsgrad, weil du hast als ersten Reim im Kopf, dabei nicht verspricht, eigentlich nicht, aber eigentlich nicht kann ich ja so nicht sagen. Und du trägst den halt super locker vor, dass man wirklich denken könnte. Also der war echt, fand ihn auch für einen Freestyle, fand ich ihn krank. Na hier! Alter, Flow-Passagen kommen nur gut, wenn man sich dabei nicht verspricht. Boah, der ist wirklich ekelhaft vorgetragen. Den würde ich gerne nochmal gucken. Ja, findest du ihn so geil? Ja, weil da auch noch Pausen drin sind. Das sind so Freestyles, die macht man so ein bisschen mit Druck. Also Freestyle so zu delivern, als wenn es geschrieben wäre, ist, finde ich, Endlevel. Ob ich mich für dich interessiere? Eigentlich nicht. Ey, der kommt dabei nicht verspricht und dann auch noch, und das Risiko, dass du dabei dich, stell mal vor, du hättest dich, das ist maximales Risiko, Junge. Game over. Boah, Alter. Das wäre wirklich, boah, der kann doppelt zurückkommen, ey. Risiko! Ey, ob ich mich für dich interessiere? Eigentlich nicht. Alter, Flow-Passagen kommen nur gut, wenn man sich dabei nicht verspricht. Ah, widerlich. Ekelhaft geil. Ey, Papi Schlau, du hast noch nie gefickt. Nein, was das für die so eine Runde starten, Leute, sag mal ehrlich, Alter. Die Zeile kommt eigentlich erst später. Ich fang mal so an. Guck mal, ich respektiere wirklich die Geschichte. Und deshalb liegt Papi Schlauch, dieser spindeldürre Klapperstorch, gleich winselnd vor seinem Sabbathof. Denn der griechische Philosoph Platon meinte eigentlich wirklich, dem Hurensohn, der mich in Zukunft immer falsch zitiert, haue Mama bitte so richtig vor den Wasserkopf. Und ich so, okay, Brother, I got you. Ich mach das. Also bei den gelaberten Sachen, da achtest du auch nicht auf Reime, ne? Das sind so reine Swaglines, ne? Bei den Adlibs, die ich da so zwischendrin... Ja, okay, Brother, I got you. Ja, genau, ja, ne, das muss dann einfach geschauspielert werden, ja, genau. Ja. Okay, Brother, I got you, ja. Ich habe die letzten 2 Jahre Battle Rap durchgezogen und wir sind uns ja alle einig, dass egal wie die Battles ausgehen, ich einfach jeden gefickt habe. Dass ich jeden gefickt habe. Und er ist mittlerweile mein elfter Gegner, dieser dämliche Spinner. Und da fragt man sich doch ehrlich, warum mein Gesicht nicht täglich über den Fernseher flimmert, denn normalerweise berichten Medien immer über solche Serienkiller, oder? Oder weg. Das habe ich mich gefragt und die Antwort wusste ich nicht ganz. Und dann grübelte ich nach und dann wurde es mir klar. Er kriegt der Mörder zu wenig Aufmerksamkeit, waren wohl alle seine Opfer immer zu uninteressant. Und mit deiner verbrannten Leiche wird das wahrscheinlich auch nichts, Alter. Ey, während ich 3 Wochen vor einem Auftritt hektisch anfange, meine Zettel voll zu schreiben, hat er mir mal erzählt, dass er sich 3 Monate auf ein Battle vorbereitet. 3 Monate verfickte ja. Scheiße, da muss aber gleich richtig was kommen. Da scheißt du auch wieder auf Reim, aber das ist richtig geil. In der Zeit, in der ich überhaupt gar keinen Ehrgeiz finde. Aber ich dachte mir auch so, hey, du Spasti, das ist doch eine ganz normale Vorbereitungszeit. Ich war auch immer 3 Monate für alles. Echt 3 Monate? Ja, okay, aber in dem Modus war ich ja noch so, ey, guck mal, ich bin Battle-Rapper und mach das hier alles
ich scheiße auf alles, so, weißt du, das ist hier kein Business, sondern immer noch Rap, das soll dir Spaß machen, so, weißt ja. du, und du kommst hier an als Streber. Ich habe früher in der Schule immer schon Streber gehasst, die immer so ihre Hausaufgaben gemacht haben, und ich habe die immer abgeschrieben eine Stunde vorher, so, weißt du. Ja. Und das wollte ich, auf dem Modus wollte ich so raus. So. Und einfach nur jeden bitte, dass sie mich meinen Rausch ausschlafen lassen, sollte er eigentlich meine Texte schreiben, wisst ihr warum? Na, weil ich es einfach von früher gewohnt bin, dass solche Streberkinder meine Hausaufgaben machen. Das ist zum Beispiel auch Todeswag, also Monster Punchline. Und ich finde es da auch, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gemacht habe, aber ich finde es da auch, was heißt unfair, aber ich finde es einfach scheiße, wenn der Gegner dann auch die Line mitquatscht. Das hattest du letztens schon mal gesagt, ja, stimmt ja. schon. Ja. Das so, weil du kannst es einfach nicht ertragen, du weißt ganz genau, jetzt kommt eine gute Line gegen dich und du erträgst, du willst es einfach nicht über dich ergehen lassen, deswegen quatschst du hier mit, versuchst das wegzunehmen, so. Aber das ist, das Swag, weil die Line ist super. Vor allen Dingen, wenn du dann auch noch so guckst, so als wäre der Reim so vollkommen offensichtlich, weißt du? Ja, ja. So, ja, Hausaufgaben machen. Ja, war klar, so, war klar. Gar nichts war klar. Gar nichts war klar. Ja, gar nichts war klar. Nee. Ich bin das solche Streberkinder meine Hausaufgaben machen. Oh, fuck, Joki. Ach, crazy. Okay. Hast nicht damit gerechnet, dass sie so jubeln oder was? Nee, da bin ich einfach rausgekommen, weil ich, da war ich so voll in der Zeile davor irgendwie und dann habe ich den Anschluss nicht mehr gefunden. Und daher, ich sag dir das, Cynic, Alter, daher rührt dieses Macht mal Lärm beim Choken, Alter, weißt du? Ich glaube, ich habe das erste Mal gemacht. Ach, das kann natürlich sein, das kann natürlich sein, ey. Guck dir das mal an, wie das weiterlief da. Das kann wirklich sein, ey. Mach mal Lärm, bitte, Lärm. Wir beide sind so grundverschieden. Und da kommst du wirklich wieder rein? Easy, Alter. Panzer is a bad, der Lyrik. Manakoyum, das gibt's ja nicht, Alter. Krass. Heftig. Ja, okay. ich glaube, das könnte wirklich sein, dass du das initiiert hast, Alter. Das ist crazy. Aber dass du dann auch wieder reinkommst, Alter. Weil bei mir war es, ich hab da diesen, Mama Lärm. Ah, okay. Ah, ich hab's wieder. Hey. Ach, scheiße, bin wieder raus. Während des Lärms habe ich das dann wieder. Ja, und dann, das war ja noch eher, oder? Ja, das war das zweite oder dritte Battle gegen Merlin, war das. Das war ja viel eher als das. Ja, aber ich habe nicht gesagt, macht Lärm. Ich habe so gesagt, ich habe den Text wieder und alle so, hey! Okay. Und ich so, ja, jetzt ist er wieder weg, Alter. So, ja, stimmt. So war das eher. Aber. Ja, oh, fuck, Choki. Mach mal Lärm, bitte, Lärm. Aber. In so Choke-Situationen siehst du halt genau, wie jemand gepolt ist oder wie jemand drauf ist. Ne, es gibt die Leute, die so wie ich, so nach dem Motto, ich bin so enttäuscht von mir, also am Anfang war es zumindest so, ich bin so, nein, das gibt's doch nicht. Und da war ich einfach auf der Bühne wie so im normalen Leben, so, okay, scheiße, war das das? Und dann gibt's halt, dicker Mighty Mo hat vorher den Text nicht gekonnt, sagt so, Nidal, ruf einfach rein. Natürlich, worst case ever so. Dann gibt's die Leute, die direkt Time sagen. Dann gibt's die Leute, die sich durch den Freestyle hangeln. Aber das sind schon, würde ich, gefühlt Eier auf jeden Fall, wenn du sagst, ey, Digga, das ist nämlich die genaue Situation, wo keiner Lärm machen soll. Weil du verkackst da gerade. Aber die haben da Bock drauf, weil die wollen dir auch helfen. Oh, ja. Ja. Gab's das halt. Die waren das noch nicht so gewohnt, dass verkackende Leute immer Lärm einfordern. So, weißt du, deswegen waren die bei mir auch noch gnädig. Ja, safe. Und seitdem ist das wirklich etabliert. Würde ich auch. Also da würde ich auch gerne eines Besseren belehrt werden. Aber ich glaube, das ist wirklich das erste Mal, weil sonst mittlerweile kommt das ja seitdem, kommt es immer aus der Crowd oder vom Chief oder so. Ich glaube nämlich auch, ich habe das da irgendwie. Dicker, wir beide sind so grundverschieden, Junge. Aber hast du da im Kopf, Das ist frech, Virus hat, ich habe mal gegen Virus gebattelt, so ein kleines Battle, und er meinte, er sagt, farbiger würde mir da den Text vorsagen. Das stimmt okay. Aber nicht. Das ist totaler Blödsinn, Alter. Da aber das kann sein, aber legitimer Punkt auf jeden Fall, weil du beugst dich so und der steht da, aber könnte sein. Ja, genau, das ist eine Frechheit. Ich lasse mir doch nichts vorsagen, Alter. Oh fuck, Joki. Mach mal Lärm. Ja, aber das ist ja offensichtlich nicht der Fall. Ja, wollte ich doch sagen, oder? Ja, vielen Dank. Es sei denn, der Text wäre yeah gewesen. Dann hätte der den auf jeden Fall vorgesagt. Aber so, nee. Wir beide sind so grundverschieden, Junge. Aber genau, was ich fragen wollte,
wie bist du dann den Text nochmal durchgerattert und hast die Connection wieder gefunden oder hast du das bildlich die Absätze vor Augen? In einem anderen Lüri, wenn du noch einmal eine Antwort anfängst. Ich glaube, in einem anderen Match wäre das nicht so gut gelaufen, wieder reinzufinden, aber dem Match war ich einfach so bombig vorbereitet, weißt du? Und da konnte ich dann wieder die Connection finden und habe dann wieder einen Text, hab dann wieder reingefunden, Gott sei Dank. Alter. Also bist du zurück, eine Zeile vorher, hast nochmal angefangen zu rappen und hast dann gewusst, wie es weitergeht. Genau, wahrscheinlich habe ich mir einfach immer nur das Ende der letzten Zeile nochmal, warte mal, Hausaufgaben machen. Ah, Dicker, wir sind so, ja, weißt du? Okay. Aber das ist halt auch so ein Ding, wo es halt keine Reime, ne? Das ist halt so, wenn wir Hausaufgaben machen, Dicker, wir sind so grundverschieden. Ich bin eh der Allergeilste, ich kann auf alle Meinungen scheißen. Aber du willst es allen, die immer so gemein zu dir waren und dich auslachen, einfach nur zeigen. Und deshalb bleibst du 12 Wochen alleine daheim, um Battles zu analysieren und Reim für Reim zu vergleichen und die Metaebenen hinter den Lines zu begreifen und Diagramme davon auf eine Tafel mit Kreide zu zeichnen. Ich meine, ist ja alles in Ordnung. Für den Ehrgeiz bist du ja sogar vielleicht zu beneiden. Aber ich sag dir mal eins, hätte ich keine Freundin, keinen Job und würde wie du immer noch im 17. Semester Hippie-Philosophie mit Singen und Klatschen studieren, hätte ich auch 12 Wochen Zeit, um meine Zeilen zu schreiben. Jetzt... Ja, da wusste halt nicht, also eigentlich ist Hippie-Philosophie das Geilste an dem ganzen Part, das Lustigste, da müssen, darauf, also was heißt darauf, da hättest du ja andere Reime schreiben müssen, aber das ist ja so lustig, dass die Leute dann nicht mehr können, ne? Aber wie machst du das, weil man kriegt bei dir zum Beispiel auch nicht mal mit, so wie beim Pisek oder bei anderen Leuten zum Beispiel, dass du vor diesen langen Passagen da wirklich irgendwie Luft holst oder so. Oder hast du so eine nice Atemtechnik, dass du das mit, das baust du das so mit ein in diese Ketten, dass du sie so durchrattern kannst? Mit Ja. Es ist auf jeden Fall auch oftmals zwischen den Zeilen oder zwischen den Wörtern, dass ich da atme. Das habe ich mir, glaube ich, irgendwie so beim Live-Rappen mal. Also wenn du Songs performst, dann musst du das irgendwie, irgendwann musst du dir das mal selber beibringen, dass du zwischenzeitlich auch atmest. Vielleicht ist das daher. Also richtig bedacht habe ich das, glaube ich, noch nicht. Ja, weil man hört es, also man hört es einfach wirklich nicht raus. Das ist krass. Ich bin's, Papi Schlauch. Alle meine Gegner haben im Battle immer nur Scheißdreck gequatscht. Ich war viel besser vorbereitet. Ich hatte extra einen Ideenstern und ein Mindmap gemacht. Aber jetzt wird weitergedacht. Jetzt kommt Lyriko. Da kann ich als kleiner Rap-Streber endlich meine Parts gegen den Endgegner droppen. Das heißt, 5 Wochen schreiben, eine Woche lernen und den Rest der Woche meine Textblätter für mein Schnellhefter lochen. Halt deine Schnauze, Alter. Nachdem er seine Scheiße dann wirklich lautstark rappt, sagt er, oh, ich brauch kein Geld, ich verzichte auf das Cash. Denn Hauptsache der Chief malt dem kleinen Kerlchen gleich eben noch ein Fleißsternchen in seinen Aufsatz. Das hast du aber toll auswendig gelernt. Hast du auch wieder ein Schild gebastelt vielleicht? Junge, du fühlst dich bereit für einen Kampf mit Lyri, aber deine Scheiße ist mir zu inszeniert und glatt gebügelt. Fick dein Theaterstück. Was wollt ihr denn? Andere machen jetzt auf laut und spielen den Gladiator, aber ich bin seit 11 Battles für diese Szene wie ein Sprachrohr. Denn was hier immer fehlt, ist ein sehr großer Faktor. Und zwar so ein junger Dachs, der immer Hunger hat wie ein Velociraptor. Egal wie gut du deine Sachen auswendig kannst oder wie du deine 8-fach Reime verwertest. Denn ich kann dir Scheiße erklären. Dinge wie bedingungslose Liebe und Charisma lassen sich leider nicht lernen. Verstehst du? Und deshalb ist es Zeit, dass Yoshi diesen Streben. Natürlich, die schreiben gerade im Chat, natürlich hört man, wie der atmet. Mir ging es darum, dass viele Battle-Rapper vor diesen ganz langen Flow-Passagen diese Pausen machen, holen, dann durchrattern. Das hört man dann nicht besonders raus, habe ich gesagt. Natürlich hört man hört, wie jeder MC irgendwie atmet. Deswegen schon alles cool. Aber mir ging es halt darum, dass bei diesen Feuerpassagen, dass der da diese kleinen Atmer mit einbaut, ohne dass irgendwas an Tempo verloren geht. Das ist halt das Kranke. Killed. Er ist der Einzige, der es wirklich super fand, dass Jotti jetzt ein Lehrer wird. Das ist gut. Alles, was du rappst, ist mir so scheißegal wie das, was du zu Hause mit deiner Penispumpe machst. Ich fühle mich gerade wie auf den Schulhof zurückversetzt, weil der coole Motherfucker gerade mal wieder den Streberjungen klatscht. Und eins noch, du hast noch nie gefickt. Ach, da kam die Zeile, Alter. Yeah!
Ja, also du bist nicht so für Intros und Abschlüsse. Das ist doch eigentlich geil. Das einzuklammern ist doch gar nicht schlecht. Am Anfang sagen, du hast noch nie gefickt. Ach Quatsch, als würde ich so eine Runde starten. Das kommt viel später. Und die dann, der Callback auf den Anfang, ja, zu sagen so, ja, du hast noch nie gefickt. Ach, da kann die Zeile, so, weißt du? Ja, aber dann wäre die Reaktion, glaube ich, auch, ich fand ihn auch nicht so crazy, dann wäre die Reaktion, glaube ich, auch anders ausgefallen. Gerade wie auf den Schulhof zurückversetzt, weil der coole Motherfucker gerade mal wieder den Streberjungen klatscht. Und eins doch, du hast noch nie gefickt. Ach, da kam die Zeile, Alter. Ja, dieses ach, da kam die Zeile, ist ja nicht so, ja. Ich habe, das habe ich aber im dritten Part, mache ich das auch, da gehe ich auch mit so einer ganz schlechten Line raus, glaube ich, irgendwie. Habe ich nicht so richtig bedacht. Ja, die Runde war auf jeden Fall nicht so nice. Also ist auch nicht nur wegen dem Mini-Joke. Die war jetzt nicht so, die hat nicht so geknallt wie die erste. Vom Gefühl her für dich auch? Richtig geil. Ich glaube, das ist auch eine meiner Lieblingsrunden, diese zweite. Weil die zweite? So, ja, vielleicht muss ich nochmal am Stück gucken irgendwie, weil ich mag, wie die aufgebaut ist, wie die geschrieben ist und gereimt ist. So. Mhm. Die eigentlich ganz geil. Die dritte ist jetzt eher schwach. Oder auf jeden Fall das Ende meiner dritten habe ich wieder schön reingeschissen, habe ich wieder ein schwaches Ende geschrieben, weil er so ist, der Lyri. Okay. Antwort! Zweite Runde! Zinnig. Ja. Ich geh mal eben pissen. Ja, also danke euch vielmals. Also, ich würde jetzt umschalten, dass man dich wieder sieht. Warte, Discord. Alright. Das ist ein Samurai. Trinkst du eigentlich nur Alkohol? Ich trinke jetzt seit fast 6 Monaten kein Alkohol mehr. Was hast du dazu? Ich höre dir zu, aber ich musste gerade ein Geräusch einspielen. Achso, okay. Kannst du dir vorstellen, dass es von Enttäuschung, also das ist ja wirklich ohne Spaß. Ja, demnächst trinken wir mal wieder ein. Ich wollte jetzt erstmal zur Geburt meines Kindes und sowas, wollte ich ein bisschen runterfahren und ich war ein bisschen auf die wichtigen Dinge. Ja, ist ja gut, gibt ja immer irgendwelche Gründe, ne? Aber das ist ja wirklich, Junge. Gut, ich sag mal so, wir machen das jetzt hier noch fertig, ja. Aber das war's dann auf jeden Fall. Bist du jetzt enttäuscht? Jawohl. Naja, menschlich, aber. Jetzt sei nicht so. Nee, alles cool, Alter. Ich wünschte, ich könnte das auch, aber es ist halt unmöglich. Guck mal, 0-0, Alter. Ist wirklich raus. So. Gibt es einen Grund, fragt jemand, ob es einen Grund dafür für deine Abstinenz? Ja, wie gesagt, ich hab vorher einfach auch ein bisschen viel getrunken, jedes Wochenende wenigstens so, weißt du, oder jedes zweite wenigstens. Und ich wollte mir das einfach selber mal beweisen, nichts mehr zu trinken und wie gesagt, ich wollte mich auf die wichtigen Sachen in meinem Leben konzentrieren. Und das erstmal. Ja. Aber ich kann dir sagen, Kleinkind und trinken. Also, okay, super. Ohne Spaß. Du liebst dein Kind, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr, wenn du betrunken bist. Hat der Papa wieder Husten so abgetrunken, ja? Weh, ist ja gut, komm mal her hier. Oh, so. Komm mal her, du. Aber nee, ja, würde ich auch sagen, Alter, irgendwann, wenn man sich mal, wenn man sich, ich hatte dich ja auch zur Tour eingeladen, ne? Wo wolltest du noch mal kommen? Nach Essen oder so, ne? Genau, nach Essen. Jetzt ist der Anfang wieder weg gewesen, ey, das kann doch nicht wahr sein. Fuck my life, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Ich bin jetzt. Muss der die jetzt noch weiter runterdrehen, oder was? Hey, war der Anfang jetzt. Ja, jetzt war er. Aber ich glaube, wenn länger kein Geräusch ist, ja, okay, und dann der Einstieg. Dann setzt er das irgendwie auf. Oder weil das. Ah, nee, du musst beide. Nee, was heißt beide Stöpsel? Das wird ja nichts damit zu tun haben, oder? Mach mal trotzdem beide rein, weil das Mikro runterhängt. Ja. Er hat doch nur genickt. Nee, der hat schon was gesagt. Das war halt nicht zu hören. Ich sehe den hier auch ein bisschen größer. Ey, yo. Ist das abgeschnitten? Bis jetzt nicht. Sehen wir gleich, wenn wir die Probe auf Exempel machen. Aber nach Essen wolltest du kommen, ne? Ich wollte nach Essen kommen, ja. Nice. Freue ich mich drauf. Also wer von euch noch Karten für Essen holt, wird inklusive Stargast, ne? Kann auch den Lyri mal live treffen und den dann hoffentlich wieder an der altbekannten Theke sehen.
extra für den für deinen Live-Gig in Essen, Alter, besaufe ich mich des Todes. Und stehe ja, dann da in der ersten Reihe. Genau, ja, vor allen Dingen stehen, genau. Ja, ich stehe. So, dann machen wir jetzt mal mit dem Schlauch weiter. Zweite Runde, Papi Schlauch. Okay. Ja, ja, wir haben es gerade schon gehört. Wenn man das hier rein statistisch betrachtet, dann überragst du mich weit. Denn du hast bis jetzt schon 10 Battles absolviert und ich gerade mal 3. Aber sag mir mal eins. Ja, okay, da muss ich kurz Stopp machen, einmal ganz kurz. Tresensoldat, du hast einfach in die donationfreie Zone hinein, hast du die Frechheit besessen, einfach hier 50 Euro zu spenden. Ich sag mal so, ich hau jetzt erstmal die dreifache Demut rein, aber du bist wirklich auch kurz vorm Bann. Naja, Dicker, Demut des Grauens, aber ich bedanke dir vielmals. Du hast mir letztens auch eine richtig geile... Scheiße, ich hab einen Fehler gemacht. Sorry. Tresensoldat hat 5,74 Euro gespendet, trotzdem natürlich auch Demut dafür. Nicht, dass ich die Summen vertausche, trotzdem 5,74 Euro, danke dir vielmals dafür. Und du hast mir bei Insta eine geile Nachricht geschrieben, auf jeden Fall, von wegen vorher unsympathisch, jetzt kann man sich dich geben und so. Sehr, sehr nice, danke dir nochmal dafür. Und Pater 637, 50 Euro, danke dir vielmals, Demut des Grauens auf jeden Fall. Tim Carey, 5 Euro, Grüße in die Runde. So, und jetzt Donation-Verbot. Donation-Verbot für die nächsten 20 Minuten. Oder 30 Minuten. Irgendwer hat gerade geschrieben, schweißt Lüri oder warum ist er so hell, Alter? Das ist hier. Licht von unten, das ist Licht von unten, ne? Ey, das ist einfach nur der riesen Bildschirm, vor dem ich sitze, Alter. Der macht mich und meine blasse Haut, Alter. Sie lässt mich wie so ein Geist. Boah, was ist das denn für ein Bildschirm, Alter? Ja, das ist hier der schön. Wie viel Zoll weiß ich gar nicht, aber der iMac des Todes. Heftig, Alter. Ja. Aber hast du nicht in dem Zimmer noch so ein Licht, was alles heller macht, dass du nicht so angestrahlt wird? Ich meine, mir ist das scheißegal. Wieso? Weil so siehst du wirklich aus. Komm, die Leute haben sich jetzt dran gewöhnt. Mein ja, Sound, nee, so ist das super, so ist super. So ist das super. So ist super. Okay. So, Sound ist scheiße, Bild, Alter. Nee, dafür alles. Ist das. Ach, alles gut. Das ist wie beim Battle Rap, Alter. Diese ganzen Fehler, diese Ansammlung von Fehlern machst du durch deinen Sympathikus-Bonus wieder weg. Puh, Glück gehabt, Alter. Ja, Mann. Warum gelten alle deine Written Battles als mittelmäßige Scheiße? Und warum wird jedes einzelne von meiner Written Battles direkt als Instant Classic bezeichnet? Er labert eine Scheiße, ne? Er labert eine Scheiße, ey. Jedes deiner. Eins. Warum wird schon von meinem allerersten Match direkt noch ein Rewatching Classics produziert, während der Arbeitgeber deines ersten Gegners gesagt hat, sperrt das Video, wir wollen nicht, dass wir uns in dieses Verhältnis involvieren. Ja, ist gut. Fake Real? Gute Punchline auf jeden Fall, gute Punchline, ja. Der Jotti ist hier im Chat, ne? Was sagst du dazu? Der Jotti ist im Chat, der brennt die ganze Zeit, der haut schon Kommentare die ganze Zeit rein, ich versuche sie so schön zu überlesen und du sprichst ihn jetzt nur an, Alter. Den. Alles klar. Warum ging es nach deinem Battle gegen Fischer letzten Endes nur darum, was da eigentlich der Fischer tut? Warum war das Beste an deinem ganzen Battle gegen Hansens Zwischenruf? Jetzt haben wir die Gelegenheit. Da wollten schon voll viele drauf. Wie wäre es weitergegangen? Was ist da passiert, ja? Dicker, ich weiß es. Es wäre unspektakulär weitergegangen. Deswegen beantworte ich diese Frage so ungerne. Im Endeffekt war es so fast spektakulärer als mein Rundenende. Ja. Hätte noch 8 Zeilen, hätte ich ihn auf irgendeine andere Art und Weise getötet, wenn ich mit Battle Rap, so war ja irgendwie so, weißt du, wenn ich dich schon nicht mit Battle Rap besiegen kann. Ich habe die Zeilen auch nicht mehr. Deswegen mir ging es eigentlich gar nicht darum, wie es weitergegangen wäre, sondern mich hat einfach nur interessiert, was du in der Sekunde gedacht hast. Fuck. Ja, aber du hast ja dann noch, hast das nicht noch Weltklasse beendet? Ich konnte ja Gott sei Dank noch mitspielen bei Hansen. Ja, du hast gefreestylt da wieder, überragend gefreestylt. Ich habe das Battle echt. Gott sei Dank noch mitspielen können, weil hätte ich danach direkt Time gesagt oder so, dann hätte ich noch dümmer ausgesehen. Ja, Gott sei Dank konnte ich noch mitspielen. Alter. Safe, das hast du echt gut gemacht, ja. Ey. Gott sei Dank. Was war dein Reim auf Chloroform? Oder war das die Endline? Nee, das wäre weitergegangen, keine Ahnung. Das wäre nicht mehr auf Chloroform, das ist ja das. Ach, keine Ahnung. Ja, scheiß drauf. Warum habe ich nach dem einen
einstimmigen Urteil der drei RAM-Judges Davy Jones misshandelt. Hansen Battle gegen Hansen, Hansens Zwischenruf. Hast du Hansen gegrüßt da hinten? Das weiß ich, ja, kann sein, ja. Sieht ein bisschen Panne aus, oder? Ne? Einstimmigen Urteil der drei RAM-Judges Davy Jones misshandelt. Und warum hat man bei deinem Battle gegen Tobi Nice das Gefühl, als sei man aus Versehen bei einer verfinkten Dating-Show gelandet? Oh. Warum wirfst du Mighty Mo vor, nichts als generische Bars zu rappen, obwohl du mit deinem Ohrenschmalz-Scheme direkt davor Er geht mir so auf den Zünder, ne? Ohne Spaß, wenn du so aussiehst, musst du auch wissen, was ein Scheme ist. Man soll halt die Fresse. Wiesen hast, dass du selbst der König bist im allgemeinen Phrasendreschen. Warum flehst du gegen Proton die Crowd um Jubel an, nur damit sie dadurch deine fremdschamerregenden Jokes übersieht? Und warum wirfst du gegen Greg Pye wie ein kleiner Baby? Ah, da hast du es schon mal gemacht, vor dem Ding. Selbst der König bist im allgemeinen Phrasendreschen. Warum flehst du gegen Proton die Crowd um Jubel an, nur damit sie dadurch deine fremdschamerregenden Jokes übersieht? Stimmt. Crazy, sagt Alter. Die Wahrheit. Du machst das da schon das zweite Mal. Dicker. Also wenn es einer etabliert hat, dann auf jeden Fall du. Ich bin der Choke-Jubler. Crazy, Alter. Die haben wir dazu verdanken, ey. Du hast so viele Leute gerettet, ey. Und warum wirfst du gegen Greg Pye wie ein kleiner Bengel, dem sein Großvater vor laufender Kamera die Hose auszieht? Ich kann noch ewig so weitermachen, aber wir brauchen ja auch mal eine Antwort. Und die ist wirklich leichter als gedacht. Kommst du drauf? Nee? Ja, weil du scheiße rappst, du Spaß! Also komm mir nicht mit 10 Battles, 3 Battles, dies, das. Ich gebe mich halt nicht für jeden x-beliebigen Trottel her, sondern bin jemand, der seine Entscheidung für oder gegen einen Gegner sehr genau fällt. Ja, das da, Real Talk. Haben wir heute schon drüber gequatscht. Ja. Aber auch einer, der sich nach der öffentlichen Hinrichtung seiner Kontrahenten nicht lange mit dem Kauf von irgendwelchen Särgen aufhält. Yeah! Nur, damit ich dich später mal nicht verwechsel, erstelle ich noch eine Excel-Tabelle mit ihren Namen. Sozusagen als Deck. Schön, dass er das auch noch aufgreift, auf jeden Fall. Sozusagen als letztes Zeugnis. Und das ist übrigens auch verdammt nochmal der einzige Grund, warum die Excel-Tabelle mein bester Freund ist. Yeah! Fick mein Image als Studentensuppen-Kasper auf der Bühne, mutiere ich zum lyrischen Äquivalent der Russenmafia. Du machst jetzt. Suppen-Kasper-Russenmafia, ne? Ja. Ja, ist schon nice, ey. War konstant ein auf Muskelmacker, bist aber Ausstrahlungs. Das ist Zweck. Ja, aber hör mal, geh mal noch ein Stück zurück und hör dir das Ganze mal an und dann sagst du mir, was du von dem Angle hältst. Ja. Und das ist übrigens auch verdammt nochmal der einzige Grund, warum die Excel-Tabelle mein bester Freund ist. Also der jetzt losgeht? Genau. Fick mein Image als Studentensuppen-Kasper auf der Bühne, mutiere ich zum lyrischen Äquivalent der Russenmafia. Du machst jetzt zwar konstant einen auf Muskelmacker, bist aber ausstrahlungsmäßig mehr so Preisklasse Kuschelpanda. Kids sehen dich auf der Straße und fragen, ey, darf ich den mal knuddeln, Papa? Ja. Denn Bitch, du hast die Kindergärtner-Aura. Ja, okay. Alles verständlich, bis auf dieses Kindergärtner-Aura. Da kannst du auch eine Waffe nehmen und direkt selber im Mund schießen. So, was ist das denn? Okay, alles klar. Ja, genau. Ich habe das jetzt auch ein bisschen zu überbewertet, weil eigentlich passt es ja dann doch, was er sagt. Aber dieses Kindergärtner-Aura-Ding passt halt nicht so. Ne? Ja, das ist so, ich kann sowas, ja, das sind so. Passt ja besser zu ihm. So, ne? Voll, der ist voll intelligent, aber der denkt sich so, ey, ohne Spaß, ne. Den bringe ich da auch noch unter. Den bringe ich da einfach unter. Und auch wenn ich verstehe das nicht. Das macht so wenig Sinn. Aber gut, Alter. Aber der Rest geht aber. Okay, du machst dich auf Muskelmacker und vor allen Dingen nicht Muskelmacker. Aber so dieses. Aber dieses Kuschelpanda und sowas, das geht ja alles, aber Kindergärtner ist halt so. Nee. Obwohl, könnte auch sein, aber nicht, wenn du selber so aussiehst. Ja, das ist das. Kids sehen dich auf der Straße und fragen, ey, darf ich den mal knuddeln, Papa? Ja. Denn Bitch, du hast die Kindergärtner-Aura. Immer wenn du rappst, ist Lil Tilly auch kurz für minderjährige Kaufmann. Oh nee, warte mal, du hast den Seniorenpfleger-Swag. Das präsenzmäßige Gegenstück zu dem Satz, oh Frau Kowalski, nehmen Sie sich doch noch ein Stück Käsekuchen mit dem Tortenheber weg. Das ist nice, aber also ich finde, ich habe ja voll vielen Einrichtungen schon gearbeitet, auch voll viel gemacht und studiert und pipapo.
Und so, wenn ich dich nicht kennen würde und dich beschreiben müsste, ich würde auf jeden Fall auch sagen, soziale Arbeit, um Jugendliche kümmern, aber Altersheim, ja, nein. Und du bist auch nicht das Äquivalent zu nehmt sich doch noch ein Stück Kuchen. Naja, das ist, nee, da sind die Hip-Hop-Klamotten halt falsch. Ja, man hat die ersten zwei, drei Sekunden gar nicht verstanden von dem, was du gesagt hast. Und der einschüchternde Todesblick, der passt da natürlich auch nicht zu. Nee, aber auch so. Also das ist ja, hä? Ich weiß nicht, womit der sich da... Ich meine, die Line ist natürlich super. Lustig auch, aber die trifft... Also, die passt halt nicht so, ne? Pflegerswag. Das präsenzmäßige Gegenstück zu dem Satz. Oh, Frau Kowalski, nehmen Sie sich doch noch ein Stück Käsekuchen mit dem Tortenheber weg. Ist halt ganz schön geactet und ganz schön gereimt. Voll, ja. Die Line ist auch lustig, aber die passt halt nicht. Aber die Line ist lustig. Ja, Junge, du bist sympathisch. Das ist das Einzige, was einem einfällt, sobald man Lyriko sieht. Du bist so sympathisch, stell dich ins Zentrum von Aleppo, lächel alle Leute an und zack, endet der syrische Krieg. Oh. Leute sagen, du bist ja so nett, so freundlich. So richtig entspannt. Nur sind halt alle diese Eigenschaften für das Zerficken von anderen Rappern vollkommen irrelevant. Und jetzt frag dich mal, warum die Leute auf die Frage, was ihnen an dir gefällt, trotzdem ausschließlich mit deiner Sympathie ankommen. Na, weil du offensichtlich so nicht sagen rappst, dass sie sonst gar nicht wüssten, was sie auf diese Frage erwidern sollen. Ich gebe ja zu, dass man bei deinem verbalen Müll deine Teletubby-Ausstrahlung zwischendurch vergisst. Doch solange auf deiner Facebook-Seite Kommentare stehen wie Lyriko ist echt der Sweetheart der Battle-Rap-Szene, sollte jeder sein, was für eine erbärmliche Witzfigur du bist. Yeah. Damit hört er eine Runde auf. Damit hört er eine Runde auf. Das ist wirklich... Der passt sich an, ja. Aber Sweetheart der Battle-Rap-Szene, damit sollte ja wirklich jedem klar sein, ja, was für eine erbärmliche Witzfigur du bist. Junge, hier schreibt gerade einer, ist oberflächlich Battle in so einem wichtigen Battle ein bisschen kreativlos. Das ist ja kein Battle, wo es um was ging. Es ist ein Battle mit zwei krassen Namen, aber es ist jetzt nicht irgendwie so ein Contender-Match oder sowas gewesen. Deswegen, genau, Oberfläche. So, war nicht so wichtig halt. Ne? War natürlich ein wichtiges Match, weil ich da drin stattfand, aber richtig. Es ging um nichts. Ja. Also ich finde es auch, oberflächlich kann man auch in wichtigen Battles machen, wenn es halt puncht. So. Ja, klar. Aber so oberflächlich war es ja nicht so. Nee. Also er meint jetzt Papi Schlauch oder mich. Ich glaube, der meint Papi Schlauch, ja. So oberflächlich war es ja gar nicht, oder? War auf jeden Fall in seinem Ding drin. Aber ich würde jetzt zum Beispiel sagen, die Runde, die ging jetzt irgendwie gefühlt dann doch eher an Papi. Also ja, nicht jetzt nur Inhalt, sondern man geht ja auch immer ein bisschen so nach Crowd-Reaction. Verstehe ich voll und ganz, Alter. Ich verstehe auch, wenn man das ganze Match an ihn gibt. So ist das okay. Ja, ich weiß gar nicht. Ich habe mich gerade eben selber auf der Bühne hier hinten auch gesehen. War das Judged? Das war Judged, ja. Okay, dann nichts weiter sagen. Ich will dann. Okay, super. Ist Judged gewesen, geil. Hey, ruft da einer Wack im Hintergrund? Wir haben noch eine dritte Runde! Beginnt bei Lyriko! Wack! Hast du das gehört? Ja, hab ich gehört. Wack! Oder war das ein Schaf? Hat da einer sein Schaf mitgebracht? Nee, Mann, das ist aber komisch, weil das gibt das ganze Battle gar nicht her. Also, aber einen Affen gibt's immer, ey. Maul. Guck mal, ich bin hier, um diesen Spasti zu besiegen. Ich sehe aus wie ein Kindergärtner. Sag mal, hast du keinen Spiegel? Ey, ohne Spaß. Wenn man nur dieses Battle sieht, könnte man der Meinung sein, du bist der andermalste Rebuttler, den es jemals in Deutschland gab, Alter. Überragend, ey. Mittendrin, am Anfang hier, am Anfang da. Geil. Und auch alle überragend. Geil. Hast du keinen Spiegel?
Deine letzten Gegner rissen Kehlkopfwitze. Aber ich glaube, dass das Idioten waren. Denn das wirklich Witzige unterhalb deines Kopfes da ist ja der Fakt, dass dein Hals so nach vorne geht, ab Kehlkopf knickt und erst ab da, wie sonst normal, das letzte Stück nach oben ragt. Junge, hast du Also, weswegen breitest du da die Arme aus? Nach dem Motto, okay, here we go? Oder was erzählt der da oder was? Das musst du einfach, wenn du, das Geile ist natürlich für die ganzen YouTube-Leute, es gibt natürlich, also nichts ist komplementärer als dieser Kamera-Angle, ne? Und dieses, das verschlimmert alles nochmal. Das passt perfekt einfach. Ey, Alter. Guck dir das mal wirklich an. Und du beschreibst es so schön. Du beschreibst das so schön. So, du beschreibst das, man guckt hin und denkt sich, ah, genau. Ach so, das genau so sieht's aus, ja. Das Komische ist doch eigentlich, dass der so nach vorne geht und dann so... Deines Kopfes da ist ja der Fakt, dass dein Hals so nach vorne geht, ab Kehlkopf knickt und erst ab da, wie sonst normal, das letzte Stück nach oben ragt. Junge, hast du Eckrohr verschluckt oder sowas? Oh, du musst schon Zwetschke, das ist doch das, was komisch war. Das wird doch sofort klar. Aber Papi sagt, nee, das ist so normal. Junge, sowas haben keine normalen Menschen. Sowas haben Dromedas oder keine Ahnung, bei welchem Tier das so einen Bogen macht. Das ist auf jeden Fall nichts Menschliches. Das ist eher so ein strohhalmartiger Vogel halt. Oder so. Aber wann ist dir das denn eingefallen? Du machst das ja direkt im Anschluss an eine Line. Ja. Ich glaube, da zu dem Zeitpunkt, Alter. Das ist ein strohhalmartiger Vogelhals. Ja, ja. Hä? Hier, dass so einen Bogen macht. Vor allen Dingen, weil ich ja wirklich nur auf Humor und auf Punchlines achte, weißt du, wie lange ich gebraucht habe, um zu checken, dass sich das alles nochmal in sich reimt? Ja, klar. Und Alter, da kam halt so der Endrespekt, weil das ist so, ey, so schwierig. Ja, vielen Dank, Alter. Ja, ja, das ist ja eigentlich auch noch ganz gut gereimt, so. Ja, deswegen, also das ist ja wirklich Endlevel, ne? Alles reimt sich mehrfach und dann aber ist noch Punch des Todes über einen längeren Zeitraum noch. Das ist ja nicht so ein Vierzeiler oder so. Gott sei Dank, ne? Ja, ich glaube, diese ganze Situation wird einfach nur noch so bekräftigt, dass man seinen Hals einfach von der Seite so sieht. Ja, weißt du, voll. Dass er so präsent ist einfach. Ja. Also ich war ja live da, stand auch gut, ich konnte es auch von der Seite sehen, aber jeder, der ihn kennt, weiß halt auch, aber es ist halt so, also maximal exposed, es ist so geil. Papi sagt, nee, das ist so normal. Junge, sowas haben keine normalen Menschen, sowas haben Dromedas, oder? Okay, wir sind ja auch ein Klugscheißer-Chat, Dromedare. Ja, Dromedare, ja. Ihr kennt euch super aus mit Dromedaren, ich merke schon, Chat. Ja. Oder keine Ahnung, bei welchem Tier das so einen Bogen macht. Das ist auf jeden Fall nichts Menschliches. Das ist eher so ein strohhalmartiger Vogel halt. Damit rettest du das Ding. Es hat vorher schon gezogen, aber damit machst du es so rund. Damit mache ich es rund, ja, ja. Und strohhalmartiger Vogel halt, ja, ja, okay. Ne? Ja. Aber ja, das macht's. Kam sein Mitbewohner zu ihm an und meinte, darf ich mal von einem Essen kosten, das roch immer so gut und du kochst immer gesund. Hab ich schlau so, ja klar, wirkt es aus seinem ekelhaften Vogel halt so. Ja, da kommt einfach noch ein überragendes, wie Packi Schlau sagen würde, Hals-Scheme. Und dann packst du aber noch einen hinterher aufs selbe Thema, so geil. Ey, du hattest das auch schon mal besprochen in irgendeinem Cynic macht Auge, so. Und was hattest du da nochmal gesagt? Warte mal. Also, worauf wollte ich hinaus? Wir gucken einfach nochmal. Mach mal weiter. Wir gucken nochmal. Papi schlau so, ja klar, wirkt es aus seinem. Letztens kam sein Mitbewohner zu ihm. Danach sage ich doch so: Mach mal Lärm für die besten Zeilen, die ich je in meinem Leben geschrieben habe. Ja. Und da hattest du gesagt so, ja, das dachte der wahrscheinlich wirklich. Ich wollte das aber eigentlich nur so ein bisschen relativieren, dass ich jetzt so oberflächlich komme und fand die Zeilen gar nicht so krass. Und deswegen habe ich das gesagt, weil das eigentlich nur so ein Augenzwinkern sein sollte, weißt du? Okay, habe ich voll falsch gesehen. Ich habe mir nicht gedacht, dass du wirklich der Meinung bist, dass die besten Zeilen sind, weil du legst ja offensichtlich Wert auf Reime. Aber ich dachte mir, du, vom Gefühl her stimmt das trotzdem, weil du hast da so verstanden, okay, das sind die Lines, mit denen kann ich die meiste Crowd-Reaction bekommen. Und das war ja auch, das ist ja auch das Highlight, der ganzen, das ist ja das, was vom Battle hängen bleibt. Und ich dachte, deswegen sagst du das vom Gefühl her. Aber du wolltest eigentlich relativieren.
Weil dein Anspruch... Ich muss das ein bisschen relativieren, weil ich dachte, oh, vielleicht in der dritten Runde ist das wieder zu oberflächlich und so, weißt du? Und die hatte ich halt kurz vorher auch noch geschrieben, irgendwie. Die hatte ich noch so eher als Füller eigentlich noch so gedacht. Okay, und dann krass. Konnte ich gar nicht wissen, dass die so irgendwie einschlagen. Und das ist die, die übelst... Ja. Leute, darf ich mal von einem Essen kosten, das Woche immer... Und das ist natürlich, also für Comedian-Auge wieder, in Kombination mit Battle Rap. Das Geile ist natürlich, du haust so eine Line raus, alles bepisst sich, alles wird wieder ruhig und dann in die Stille rein kommt dann der nächste Hammer und der knallt dann natürlich doppelt. Letztens kam sein Mitbewohner zu ihm an und meinte, darf ich mal von einem Essen kosten? Guck mal, wie ruhig, das ist ganz ruhig. Das roch immer so gut und du kochst immer gesund. Hab ich schlau so, ja klar, wirkt es aus einem ekelhaften Vogel halt so. Mama, lernt für die besten Zeilen, die ich je in meinem Leben geschrieben habe. Das war dann aber, okay, das hast du ja gleich schon gesagt, es war geschrieben, ne? Ja, genau. Ich glaube, das war so vorgedacht irgendwie auf jeden Fall wenigstens. Ja. Wie hast du dich da so zu dem Zeitpunkt gefühlt auf der Bühne? Weißt du das noch ungefähr so? Also ich meine, du hast ja Spaß, ne? Ja, voll, Alter. Deswegen gucke ich das auch so gerne, weil ich da selber so Bock drauf hatte. Und du kennst das halt, vor manchen Matches machst du dir halt richtig, fixst dir den Schädel, bist unausgeglichen und weißt nicht, was passiert. Und da war mir alles so egal, weil ich einfach nur Bock drauf hatte und so gut vorbereitet war eigentlich, weißt du? Deswegen... einfach, ich glaube, da fühle ich mich ziemlich gut. Ja, ja, genieß das richtig. Ey. Du strahlst auch wirklich diese Freude aus. Ja. Das ist Real Talk, Bruder. Und das ist wirklich richtig, stimmt. Das ist Real Talk. Ich brauche mir keine erzwungene Kacke ausdenken. Auch wenn du nichts kannst, kann man an deinem Hals super seine Jacke aufhängen. Das hattest du schon mal, hast du gesagt? Ich hatte. Ja, du hast irgendwie nicht, gesagt, du hättest das auch schon mal. Ja, aber nicht am Hals, sondern irgendwas anderes. Boah. Ja, bei Nase, wegen Hakennase. Ah, genau. Okay. Ja. Und da Jacke aufhängen, okay. Genau. Aber ich du kannst es gar nicht von mir gebeitet haben, weil das war in dem Text, den habe ich in der Rapper Mittwoch Cypher gebracht und den hast du selbst nicht gesehen. Den hast du safe nicht gesehen. Okay. Ey, yo, es ist Lyri, bei dem dich jeder Punch in Brust hört, trifft und dich brutal in deine Mundhöhle fickt. Ich glaube, bei dem Hals bräuchten selbst die besten Rettungsärzte eine Kettensäge für einen Luftröhrenschnitt. Yeah. Ey, Junge. Ja, da bist du dann schon. Da freue ich mich halt auch, wenn Rettungsärzte auf Kettensäge, so weißt du, wenn das halt sich auch so ein bisschen ähnlich anhört, so, weißt ja, du? Ja, aber das ist schon fast so Robscure-esk, ne, möchte ich sagen. Das ist das schon. Ja, okay, aber das ist halt jetzt kein Nee. Das kann man mal so zwischendrin machen, wenn einfach die Vokale stimmen. Rettungsärzte, ja. Kettensäge, weißt du, so wenigstens so. Aber ich habe so Moloch Dilemma wäre jetzt mit, der hätte jetzt die Faust in der Tasche geballt, auf jeden Fall. Aber es ist kein Endreim, genau. Okay, aber Luftröhrenschnitt auf, was war davor? Ach, keine Ahnung, scheiß auf. Nee, wir sind ja ganz genau. Brusthöhe trifft und die... Brusthöhe trifft. Mundhöhle fickt, Brusthöhe trifft, Luftröhrenschnitt. Ja, Junge, vorbei. Ja, da macht Moloch Dilemma wieder so, oder? Ja, auf jeden Fall. Brutal in deine Mundhöhle fickt. Okay. Ich glaube, bei dem Hals bräuchten selbst die besten Rettungsärzte eine Kettensäge für einen Luftröhrenschnitt. Ey Junge, du bist so eine Art Battle-Rapper, die, wenn man sich mal live begegnet, immer voll bedacht und leise redet, um ja nicht so viel von sich preiszugeben. Ich hasse das. Ich hasse das bei den meisten in der Live-Rap-Szene. Sei du so, wie du bist, oder verpfeif dich eben nicht. Ich peil's nicht, Alter. Ich peil's nicht. Manche scheinen wirklich richtig Angst davor zu haben. Das Geilste ist dann aber, dass sie Feuer und Flamme dafür sind, dir ihre negative Meinung über andere zu sagen. Ja, den Lyri. Ja. Im Ansatz. Aber richtige Richtung, ja. Bösen oder was? Fühlt man. Ja, dass du mal was ernst meinst. Ja, okay. Geil. Ja, und so einer bist du auch, Alter. So einer bist du auch. Jedes unserer Gespräche war eher hohl und eher sekundär. Ich habe schnell gemerkt, keines deiner Worte ist ein Pfennig wert, denn du versteckst dich selbst und willst eigentlich immer nur haten. Wie ein Stalker, dieser Penetier. Yeah. Wer ist das? Hayden Penetier. Die heißt Hayden mit Vornamen. Und ich wollte sagen, du willst immer nur Hayden. Wie ein Stalker, dieser Penetier. Hayden Penetier. Aber ist ein Stalker-Film?
Nee, ein Stalker. Du willst immer nur Ach, haten. Du willst immer... Oh, okay, der ist aber... Ja, das ist, glaube ich, eine Frau von einem der Klitschkos auch mal gewesen. Irgendwie. Okay. Hätten könnte ja irgendwie eine Schauspielerin. Ja, hat keiner gedickt und naja. Das ganze Ende habe ich auch so ein bisschen unter Zeitdruck da noch so hingeschrieben. Leider ist der Angle, der war gut, aber nicht richtig ausgearbeitet wegen Zeitdruck. Das, der Angle ist super, der ist perfekt für die dritte Runde auch so, nach dem Motto, weil es ja ein bisschen ernster ist auch, ne? Und deshalb nehme ich deinen Rap nicht ernst und scheiß auf deine Märchengeschichten. Dicker, du bockst meine Fresse bestimmt nicht zu irgendwelchen Essensgerichten. Geh mal irgendwo anders hin, jemand anderen voll freestylen und deine Reime vom Stapel lassen. Junge, ich soll dir von Sammy Deluxe sagen, du solltest dir mal langsam an deine eigene Nase fassen. Sehr gut. Deine Art zu rappen ist auch alles andere als neu. Ich bin auch nicht der größte Sammy Deluxe-Fan der Welt, aber ich bin heute genauso wie er. Denn ich bin schon seit Anfang an von Papi enttäuscht. Ich fass nochmal kurz zusammen und das alles für euch. Ja, du willst gegen mich battlen, bist aber eigentlich mehr Fan als MC. Du bist vielleicht das derbste Genie in Rap-Theorie, kriegst dafür einen Handschlag, aber Respekt dafür nie. Du verstellst dich nach vorne hin, aber hinterm Rücken redest du viel. Und deshalb denke ich mir, dieser Papi Schlauch, der größte Streber im Spiel, muss endlich mal Schläge beziehen. Junge, das einzig Stabile an diesem Typen ist sein Vogelhals. Und die ganze Crowd wird verstehen, wenn ich auf Raphael, der die ganze Zeit nur Quatsch erzählt, überhaupt keinen Bock mehr habe. Und jetzt wieder das schlechteste Ende für eine dritte Runde. Was es gibt, Alter, glaube ich. Ja, nee, es gibt, aber das ist ja jammern auf hohem Niveau auf jeden Fall noch, aber lass uns einmal reinschauen. Junge, das einzig Stabile an diesem Typen ist sein Vogelhals und die ganze Crowd wird verstehen, wenn ich auf Raphael, der die ganze Zeit nur Quatsch erzählt, überhaupt keinen Bock mehr habe. Bleibt jetzt nach Hause oder an die Bar? Ja, Gott sei Dank, time! Ah, okay, stimmt, ja. Oh. Habe ich aber irgendwas weggechoked? Ja? Ah, habe ich irgendwas vergessen? Jetzt nach Hause oder an die Bar? Wie nach Hause oder an die Bar? Also das habe ich nicht geschrieben. Das habe ich irgendwie, muss ich mir da irgendwas ausdenken, um rauszukommen. Wenn ich auf Raphael, der die ganze Zeit nur Quatsch erzählt, überhaupt keinen Bock mehr hab. Bleib jetzt nach Hause. Ja, siehst du, ich überlege auch. Ja, Gott sei Dank, time! Bock mehr hab, Gott sei Dank. Ach, Merlin ist im Chat. Da Merlin, du geiles Merlin, Fan. Junge, dreifachen RV zur Begrüßung. Merlin, guten Abend. Schön, dass du am Start bist. Grüße in den Pod. Der ist auch bei dir in der Nähe, ne? Der ist auch bei mir in der Nähe, yo, Alter. Sehr schön. Genau. Dreifachen Jotti, RV. Jotti, gute Nacht. Jotti, ciao, Dicker. Tschaußen. So, dann machen wir noch die dritte Runde vom Papi. Yo. Ich baller auf alle. Ja, sehr. Und Berlin, dritte und letzte Runde auch für Papi Slow! Yeah. Leute fragen, Papi, was schreist du immer so rum? Abseits der Bühne bist du doch der gelassenste Dude. Und ich sag, ja, schon klar, aber abseits der Bühne habe ich auch nicht mit solchen Spasten zu tun. Yeah. Er klingt so Sachen wie Kugelfisch auf pures Gift und Säbelzahn auf Lebertran. Glaub mir, Leute, sowas ist rein technisch betrachtet nun wirklich steinalt. Okay, aber wenn einer das kritisieren darf, dann er, ne? Ja. Cool. Ich würde sagen Weltklasse, aber ich habe auch keine Ahnung. Ich bin Säbelzahn auf Lebertran überragend. Ist doch voll okay, ich weiß auch nicht, was er hat. Du rappst seit 15 Jahren, kann sein, aber du stagnierst seit 14, einhalb. Oh. Muss an der Stelle auch mal, warte mal, ich warte auf die richtige Einstellung. Glaub mir, Leute, sowas ist... Du willst auf die Brille, ne? Aber abseits der Bühne habe ich auch nicht mit solchen Spasten zu tun. Yeah. Ja, er klingt so Sachen wie Kugelfisch auf pures Gift und Säbelzahn auf Lebertran. Glaub mir, Leute, Also, als Brillenträger muss ich auch mal sagen, ne? Das ist wirklich ein Albtraum, den er da oben hat. Der sieht auf jeden Fall die Scheinwerfer, die teilen sich. Die Brille ist maxi, also nicht beschlagen, aber die war vorher beschlagen und ist jetzt dreckig und verschmiert und siffig. Und ey, ich... Da jetzt nicht irgendwo im Sand, Alter. Ich weiß gar nicht, was das für ein Dreck ist. Wieso? Keine Ahnung. Das ist auch eine fiese Luft da drin auf jeden Fall. Aber... Der hat auch nicht, der konnte die jetzt auch nicht mal abziehen und dann einfach so sauber machen wahrscheinlich. Weil ich kenne das selber, wenn du die abziehst, siehst du immer ein bisschen scheel aus, wenn die Leute dich halt nur mit Brille kennen.
egal wie deine Augen normal sind, wenn du die abziehst, sieht es immer ein bisschen komisch aus. Frag mal Dr. Dave, als der seine. Oh, Augen. Junge, okay, bei der ist. Das ist der Einzige, wo es andersrum, glaube ich. Du hast es rein technisch betrachtet und wirklich steinalt. Du rappst seit 15 Jahren, kann sein, aber du stagnierst seit 14,5. Oh. Und deshalb werdet ihr bei Lyrico auch niemals irgendwelche Fortschritte in deinen Live-Battles entdecken. Da kannst du ihn vollkommen im Stillstand in deinem lyrischen Dünnschiss hinter noch so langen Reimketten verstecken. Selbst in deinen 10 besten Texten steckt weniger Substanz als in meinen Teebeutelresten. Verglichen damit gleichen selbst meine extrem schlechten Texte mit Efeu-Gewächsen umrankten Seeräuberschätzen. Lyrico, schon seit seinem aller. Ja, aber das ist jetzt auch was. Hauptsache reimen, ne? Beutelresten. Verglichen damit gleichen selbst meine extrem schlechten Texte mit Efeu-Gewächsen umrankten Seeräuberschätzen. Krass, Alter. Schon verrückt, ey. Wegen den Reimen? Ja, ich finde es halt. Es ist halt witzig, drauf zu kommen. So kommt, ist noch nie einer drauf gekommen auf Efeu-Gewächse Seeräuberschätze. So, weißt du, ja, weil Seeräuberschätze ist doch so wie Hinterhof-Streets. Ja. Also ja, so. Nein, ich schmunzel nur, weil ich so lustig finde, dass er das aufgeschrieben hat und das nimmt für das Battle. Weißt du? Ja, klar. Weil der sagt, Lebertran auf Säbelzahn geht nicht. Aber guck mal hier. Efeu-Gewächse, ja. Seeräuberschätze. Puh, Junge. Ja, genau. Oh, schon seit seinem allerersten verbalen Showkampf hasse ich ihn, weil er von Anfang an auf billige Effekte setzt wie ein verdammtes Hochglanzmagazin. Mittlerweile gibt es aber niemand mehr, der bei seinen Auftritten vor Freude einen Ohnmachtsanfall kriegt, weil er sich nach und nach als Enttäuschung herausgestellt hat, wie für Flüchtlinge das europäische Wohlstandsparadies. Oh! Also wie willst du mich ficken in diesem Battle-Rapper-Zentrum? Bitch, du fickst dich höchstens selbst für die Briten beim Brexit-Referendum. Ja. Battle-Rapper-Zentrum, das ist wirklich so... Ja, AK Colt Waffenabzug. Muss jetzt auf Brexit. Ja, ja. Muss jetzt auf Brexit. Ja. Halt's Maul, denn ich halte nicht viel von deiner Haltung zu Rap. Für dich ist Rap nichts anderes als ein Unterhaltungsgeschäft. Halt jetzt nicht? Aber Lyrico ist doch ein authentischer Rapper, der nie. Jetzt bin ich mal auf den Engel, bin ich mal gespannt, Alter. Weil, also für mich bist du. Rap, so, ne? Hip-Hop seit, keine Ahnung, seit wann? Du rappst ja schon seit, keine Ahnung wann, Alter. Seit 14, 15 oder so, habe ich mit meiner Recherche, glaube ich, rausgefunden, oder? Ich bin Lyrico, seitdem ich 13 bin. 13, genau. Publikumsgeschmack, sondern stehst du deinem eigenen Gespür. Danke auch, dass du den Rest der Line nicht nochmal gesagt hast. Folgt. Nee, du bist ein scheiß Showmaster, der vor Battle zu Sachen sagt, wie, Zitat, ich versuche auf jeden Fall mein Bestes zu geben und euch zu geben, was ihr wollt. Hä? Aber Lyrico ist auch einer, der für die Kunst und nicht für die Crowd seine Parts hier kickt. Nee, Lyrico ist einer, der nach Battle zu Sachen sagt, wie, Zitat, na, hattet ihr auch so viel Spaß wie ich? Ja, aber du schreibst ja vor Battles Leute an nach dem Motto, lass mal ein gutes Battle machen. Das ist ja genau dasselbe. Da greift ihr euch beide mit denselben Sachen an. Nee, du bist voll nett. Nee, aber du bist auch voll nett. Ja, stimmt. Ja gut, aber sonst ist Lyrico doch prinzipienfest und würde für ein paar billige Lacher niemals seine Überzeugung verschleiern. Nee, du bist ein rückgratloses Arschloch, das sagt, dass es nicht homophob ist und dann trotzdem Schwule disst, weil du ganz genau weißt, dass die Leute das feiern. Wo disst du denn Schwule? Ja, zu irgendeinem Battle-Gegner habe ich Schwuchtel gesagt. Okay, gut. Erinnerst du dich, du Wichser, im Interview, als User dich fragt, wann die Homo-Lights mal durch sind und du nur so, ja, sorry, das wollen halt die Zuschauer. Junge, mit der Einstellung entpuppst du dich als Battle Raps famegeiler Blutsauger. Für dich sind Live-Battles nichts als Entertainment für die Masse. Was anderes zu behaupten, brauchst du gar nicht. Aber was sind denn Live-Battles sonst? Entertainment für die Masse. Deswegen stehst du doch selber im Kreis vor 500 Leuten. Oder nicht? Ja. Wir rufen ihn gleich mal an und fragen mal. Ja, ich rufe ihn mal an, ich habe seine Nummer. Ja. Hast du mal ein Battle in Discord? Kopf? Ich frage ihn gleich. Ja. Da machst du sicherlich auch Witze über Schwarze und Juden. Heilige Scheiße, ich hoffe, dass spätestens jetzt jeder hier begreift, was ich meine. Da sind mir Leute wie Nieder doch lieber, die zu ihrer Meinung stehen, auch wenn ich ihre Meinung nicht teile. Also, ja. Dein Gesicht wird weiß wie Zucker, deine Knie weich wie Butter. Das ist eigentlich ganz korrekt, aber prostituiert sich für den Pöbel deine Werte. Und jetzt versuchst du mich rauszureden. So von wegen, ja, sorry, bei dem Interview war ich echt besoffen. Pech, du Fotze, aus der Nummer kommst du nicht mehr raus wie ein Fettsack aus XS-Klamotten. Wer immer noch nicht gerafft hat, wie der so drauf ist, sei sicher, dass er es nach dem folgenden...
Also jetzt mittlerweile, ich meine, das Mikesh-Papi-Schlauchbettel hast du ja auch gesehen, ne? Ja, na klar. Kennst du das, wenn du so, du hast ja auch super viele Battles schon gehabt, kennst du das, wenn du einen Gegner hast und dir so denkst, geil, Alter, bis jetzt ist bei dem so und so gelaufen, aber keiner hat bis jetzt das und das gesagt, aber ich bin jetzt der Erste, der das machen kann. Alter, wenn du den einen Goldengel findest, ne? Ja, was heißt den Goldengel so, diesen, generell eine Art, jemandem gegenüberzutreten, die der vorher noch nicht so richtig gefaced hat. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, okay, ja, weiß ich. Weil so hat Dingsbums, so hat Mikesh gemacht. Ja, so muss für Mikesh die Vorbereitung auf Papi Schlauch gewesen sein. Ja. Der ist überall glatt durchgekommen, voll viele Leute haben hier Kehlkopf da, pipapo, so und so. Aber so diese richtig den Text von dem auseinandernehmen und bloßstellen. Ja, genau. Das hat noch keiner gemacht. Genau. Ja, das stimmt, ey. Das ist halt das Geile. Kannst du dich an eine Vorbereitung von dir erinnern, wo du so dachtest, geil, ey, das geht so schön von der Hand hier? Ansonsten. Aber wegen oberflächlichen Lines, weil so Real Talk war es ja nicht. Weil ich mich da nach langem halt mal wieder richtig frei gemacht habe und einfach gesagt habe, so jetzt schreibst du einfach, weil du Bock drauf hast und nicht, weil du irgendwem was beweisen willst oder weil du aus irgendwelchen anderen behinderten Gründen, weißt du? Okay. Einfach mal wieder frei gemacht und Spaß an dem ganzen Scheiß gehabt, so. Ansonsten, ja, die Vorbereitung für Papi Schlauch war halt auch irgendwie Hat auch Spaß gemacht? Ja, unschwierig. Mhm. Nice. Wir gucken nochmal den Rest von ihm. Leute, denn es ist genau so, als hätte Josef Goebbels gesagt, ich wollte gar keinen totalen Krieg. Ich habe das nur gefragt, weil das Volk es so wollte. Junge, deine moralische Verkommenheit zuzugeben, dazu fehlt dir Schmock leider jegliche Größe. Doch ob du sie Stimmt, dir schreibt gerade einer, der Engel von dir gegen, oder das Thema, der Part von dir gegen Nidal mit dem Zustimmen. Ja. Das war ja auch so. Ich hab das mal gesehen, aber ich hab den ja nicht gebettelt. Aber ich dachte mir so, oh geil, und dann hast du es nur so goldmäßig umgesetzt. Auch, da musst du dir auch gedacht haben, nice oder nicht. Ja, voll, Alter. Das ist natürlich, das ist der Goldengel, so, ne? Ja. Von dem ich gesprochen habe. Ja, ja, der war natürlich ein glücklicher Treffer, Alter, das stimmt. Der hat Bock gemacht wahrscheinlich, ne? Der hat richtig Bock gemacht. Voll. Als das aufging, Alter, da gehen die mal kurz. Die Eier auf vierfache Größe. Ja, hast du denn das jemandem vorher gezeigt eigentlich? Boah, das weiß ich nicht. Ich habe immer ein paar Kollegen, denen ich das, wenn wir am Wochenende besoffen irgendwo waren, vorgelebt habe. So. Ja. Aber das weißt du nicht mehr. Du hast nicht so vor jedem Battle, zeigst du jemandem safe irgendwas. Manchmal gehst du auch im Battle und keiner kennt eine Line. Und ganz. Ich habe nichts verstanden. Dann Dings wieder. Ach, okay. Echt? Ja. Alter. Ja, manchmal mache ich das. Aber oftmals ist das halt auch eine gute Generalprobe, wenn du das irgendwie am Wochenende vor deinen Jungs rappst, so, weißt du? Ja. Aber dann frage ich eigentlich meistens, also nicht immer frage ich nach Meinung, sondern dann ist es mehr Probe, so, weißt du? Ja, dass sie so eine Mini-Crowd darstellen, ne? Genau. Und dann kannst du halt ja auch bei denen schon ablesen, was gut ankommt und was lustig ist oder so, ja. Weißt du? Ja, das stimmt. Gibst oder nicht, du bist in meinen Augen nur eine kotzreizerregende Töle. Spätestens jetzt sollte auch dem Letzten hier klar sein, dass ich in diesem Spotlight hier jeden zerstöre und dass ich nach gerade mal 4 Matches mindestens zu den Top 3 der Szene gehöre. Das war die Abschlussline. Ich hätte ja gedacht, dass der die Line gegen jemand anders gebracht hat. Das war gegen dich. Nach nur 4 Battles, also 2 Two on Twos und... Zwei Tour und Tours mit Taggy und das gegen Taggy. Ja. Und dann das jetzt, ja. Krass, ja. Guck mal, wie wir uns jetzt in die Arme fallen, Alter. Ja, ja, hab ich schon gesehen. Mal gucken, dass du den nicht zerbrichst, ey. Ey, oh Berlin! In der ersten Runde, deswegen erste Runde, klar, Nürnberg. Ach, das wurde zu Hause, hä? Das wurde vor Ort irgendwie gejudged, aber dann gab es Probleme mit der Videoaufnahme. Deswegen haben die da, glaube ich, nochmal nachgeliefert. Irgendwie ah, so. Krass. Und ja, wie ist das? Ach du liebe Güte. Die Adams. Die Adams Family. Ach, ich bin auch dabei. Guck mal, wer da sitzt. Ich hab's auch gejudged.
Aber technisch und von Inhalt hat Papi Schlau vorgesehen. Oder? Cynic, mein Name, aka, ihr wisst schon, ich habe das Battle gejudged. Wir gucken jetzt nur das Cynic-Judging. Ja, ich will mal gerne wissen, ich will gerne wissen, wo ich da bin, ey. Ich auch. Bei welcher Frau hast du dich wieder rumgetrieben? Wo bin ich denn da? 2016. Ey, krass, Alter. Ich weiß wirklich nicht mehr. Lyrico gegen Papi Schlauch und war einer von zwei Judges, die das Ganze für Lyrico gewotet haben. Hab mir das hinterher auch nochmal reingezogen und bin noch mehr bestätigt worden. Meine Annahme, Lyrico, für mich mehr Präsenz, mehr Punchlines, lustiger. Über seine Patterns brauchen wir nicht reden, denke ich mal. War für mich komplett überlegen, hat Papi Schlauch auch wirklich dominiert, möchte man sagen. Was mich verwundert hat, ist, dass er ein bisschen unsicher rüberkam, live auch schon. Keine Ahnung, woran das lag, vielleicht ein bisschen ohne Teampartner. Aber natürlich Monster-Reimketten gehabt, ne? Auch ein paar coole Punches gehabt, aber ich glaube, jeder, der das Battle nochmal auf Video sieht, da gibt es, glaube ich, dann keine zwei Meinungen mehr. Also, haut da rein. Jo, was geht ab? Okay. Es ist Mighty. Lass uns kurz wegmachen. Junge, Junge, Junge. Ah, krass, ich wusste gar nicht mehr, dass ich das gejudged habe und einfach, das habe ich wirklich auch an dich gegeben, ey. Ja, hättest du es jetzt an Papi Schlauch gegeben? Es wäre auf jeden Fall, ich habe es nicht so deutlich jetzt gesehen, wie ich es da gesehen habe. Ich hätte es aber 2-1 an dich auch gegeben. Aber dieses, dieses Dominiert-Feeling, weil ich auch live dabei war halt, da kam es wirklich krass rüber auch. Ja. Ne? Auch mit diesen... Das ist auch was, höre ich nachher, im Nachhinein höre ich das öfter, dass das live noch irgendwie präsenter wirkt. Ja.